Also, guten Abend miteinander. Ich freue mich, Sie so zahlreich mit dem schönen Wetter begrüßen zu dürfen. Fast platzt der Saal aus allen Nähten. Ich darf vorstellen für heute Abend Nele Bitteron und Robin Wehrle von der Diskussionsplattform Dimension Grundeinkommen Winterthur, habe ich es richtig gesagt? Ja. Okay. Damit ist auch schon das Thema etwas angedeutet. Wahrscheinlich kennen viele von Ihnen bereits das Thema des Abends, bedingungsloses Grundeinkommen. Was vielleicht weniger bekannt ist und was auch von den Leuten, denen man begegnet, wenn man Unterschriften sammelt, die Unterschriftssammlung für die Eigeninitiative läuft ja seit April dieses Jahres, ist immer die Frage, ja, kann man das überhaupt finanzieren und wie kann man das finanzieren, dieses bedingungslose Grundeinkommen? Das ist die große Frage, die Schweizerinnen und Schweizer einem sofort stellen. Und genau das ist unser Thema von heute Abend. Ich muss wahrscheinlich den dritten Referenten, der angekündigt war, Enno Schmidt, entschuldigen, vielleicht kommt er noch. Aber wir haben entschieden, dass wir halt zunächst mal so beginnen. Also darf ich wem das Wort erteilen? Robin Wehrle, vielen Dank. Ja gut, dann grüße ich Sie auch alle ganz herzlich zum heutigen Abend. Ich gehe davon aus, Sie haben schon vom bedingungslosen Grundeinkommen gehört. Und wie Albert schon angetönt hat, wollen wir heute vor allem über die Finanzierung sprechen, wie das dann möglich wäre. Zunächst einmal so ganz kurz das Grobkonzept. Jede erwachsene Person soll ein Grundeinkommen erhalten, also ein Einkommen in existenzsichernder Höhe. Vorgeschlagen ist jetzt einmal 2.500 Franken. Das bekommen wirklich alle, die in der Schweiz dauerhaft leben und erwachsen sind. Und die Kinder bekämen ein reduziertes Grundeinkommen, vielleicht ein halbes oder ein Viertel, je nach Konzept. Das ist so die grobe Idee. Und ja, jetzt wollen wir anschauen, ob und wie das dann überhaupt zu finanzieren wäre, so ein Konzept. Ich habe dazu einige Folien dabei. Also, ja, was wir hier sehen, das sind die Darstellungen von verschiedenen Sozialleistungen, Kindergeld, Stipendien, das heißt, Studenten kriegen. Die IV setzt eine Hervorwahl, wenn zum Beispiel jemand nach einem Rollstuhl auftritt, das ist ja relativ hoch, 4.000 Franken. Und dann das BGE, bedingungsloses Grundeinkommen, das wäre eben auf 2.500 Franken. Und die Idee ist, und natürlich, dieses Geld kommt nicht einfach dazu, das wäre Geldvermehrung, das gäbe Inflation, sondern dieses Geld ersetzt die anderen Leistungen in seiner Höhe. Das heißt, Kindergeld würde ganz wegfallen, Stipendien auch, AHV auch, jetzt bei diesem Fall der IV würde einfach der Teil wegfallen, der ist bezahlt, das BG. Was da drüber ist, das muss natürlich bestehen bleiben, weil dieser erhöhte Anspruch, den gibt es ja immer noch. Aber durch dieses Konzept hier könnte mal ein erheblicher Teil der Kosten schon mal generiert werden. Je nach Berechnung sind das 60 bis 70 Milliarden Franken ungefähr, die dadurch schon finanziert werden, einfach durch Einsparungen am bisherigen Sozialsystem. Ja, wie ist der ganze Rest zu finanzieren? Dazu ist wichtig noch, sich das zu veranschaulichen. Bei den Erwerbseinkommen ist es auch so, dass das Grundeinkommen nicht dazu kommen soll, sondern auch dort wächst das hinein. Also wenn jemand bisher ein Erwerbseinkommen von 8.000 Franken hatte, dann würde diese Person neu noch 5.500 Franken kriegen und noch 2.500 Franken Grundeinkommen. Also das Gesamteinkommen, das bleibt auf gleicher Höhe. Neu ist dann einfach, das ein Teil, das ist das Grundeinkommen, das besteht dann unabhängig von der Erwerbsarbeit und das wird in jedem Fall ausbezahlt, auch wenn diese Arbeit da einmal wegfällt. Ja, und durch dieses zweite Konzept kann auch ein erheblicher Teil der Kosten eingespart werden. Da
das haben die berechnet, so 110 bis 115 Milliarden Franken, so in dieser Höhe könnte da eingespart werden. Und durch die Einsparungen also im Sozialstaat und bei den bisherigen Löhnen könnten etwa 170 bis 180 Milliarden Franken finanziert werden. Und nach den Berechnungen, jetzt mit 2.500 Franken und Kinder die Hälfte, bräuchte es etwa 2.5 Milliarden Franken. Also sprich 25 Milliarden bis 30 Milliarden Franken wären dann noch, die noch unbezahlt sind und die noch irgendwo finanziert werden müssen. Wie das gehen könnte, werden wir gleich noch anschauen. Zunächst noch ein ganz kurzer Einschub. Auch wenn man das ja so erklärt wird, denken die Leute dann manchmal, ja, ist der Kommunismus alles dann gleich viel haben. Nein, natürlich nicht. Die Idee ist nach wie vor. Kann man es frei verschieben? Ja, danke sehr. Die Idee ist nach wie vor natürlich, dass die Einkommen, die können flexibel sein, die können variieren, es darf nicht jemand viel verdienen. Einfach dieser unterste Bereich da, das, was man zum Überleben braucht, das bekommt jeder. Und wer mehr Geld haben will, darf noch etwas arbeiten, das wenig oder viel Geld einbringt und hat dann dementsprechend auch mehr Einkommen. Also das, daran wird nicht gerüttelt vorerst. Ja, jetzt ich habe gesagt. Ah, Herr Schmidt, guten Abend. Gut, ich darf ganz kurz diesen Gedanken noch einführen, bevor ich dann Ihnen Schmidt das Wort gebe. Ich habe ja erwähnt, so 25 bis 30 Milliarden Franken müsste man noch irgendwie finanzieren zusätzlich. Wie wäre das möglich? Ich habe da mal eine Rechnung aufgestellt, wie das wäre, wenn man das jetzt vollumfänglich über Einkommensteuer finanzieren würde. Und die etwas höheren Balken da, das sind die bisherigen Einkommen, und zwar, das muss ich jetzt erläutern, das sind hier immer 5% der Haushalte. Also die untersten 5%, die nächsten 5% und so weiter. Also immer 5% der Haushalte zusammengefasst und dann so abgestuft nach Einkommenshöhe. So sieht man es noch. Genau, das heißt eben, heute ist es so, die 5% Haushalte mit den schlechtesten finanziellen Verhältnissen, die haben da weniger als 20.000, dann die nächsten 5% sind erst bei 20.000 und so weiter. Also ich zusammengefasst da, 20%, die haben heute weniger, als man mit einem Grundeinkommen hätte. Also die haben weniger als 2.500 Franken pro Person. Ja, jetzt käme das Grundeinkommen neu dazu, das ist diese hellen Balken hier. Und Sie sehen, diese Höhe ist gegeben, oder? Die untersten 20-25% haben dann hier einfach dieses Grundeinkommen, die 2.500 Franken. Und danach wird es dann natürlich höher. Und ich habe es jetzt in diesem Beispiel so gerechnet, dass wirklich die ganz hohen Einkommen, die sollen stärker besteuert werden. Und dementsprechend nehmen hier diese Balken da, die dunklen da oben, nehmen ein bisschen ab. Also natürlich die hellen Balken, oder die sind dann ein bisschen kleiner als die dunklen da im oberen Bereich. Also das heißt, die hohen Einkommen, die letzten drei da, die unteren 15%, die wären neu ein bisschen tiefer. Also nochmal zusammengefasst, dunkle Balken, das gäbe dann diese Kurve, oder? So, sehr exponentiell, heutige Einkommensverteilung. Mit Grundeinkommen wäre die Verteilung dann so, den hellen Balken nach. Etwas ausgeflacht, aber immer noch progressiv da am Schluss. Also sehr problemlos machbar, ohne dass da die obersten Einkommen zu stark besteuert werden müssten. Gut, das einfach mal so als Gedankenanstoß. Und dann denke ich, gebe ich jetzt Enno Schmidt das Wort. Ich habe jetzt einfach so ein bisschen so ein paar allgemeine Sachen, wie das finanziert werden sollte, gesagt, so Ersatz von Sozialleistungen und dass es in die Löhne einfließt. Genau, wir machen jetzt, dass wir Finanzierung als erstes haben. Ja, das wird gesagt. Mit Fragen.
Das ist eine gute Frage. Noch nicht. Noch nicht. Also ich muss mich erstmal entschuldigen, du schummelst mein Name und bei mir sind Leute auf dem Gleis gewesen beim Zug, deswegen bin ich leider etwas zu spät, aber es ist alle leben noch. Und es ist auch noch so schwül und warm. Ich will gerne versuchen, aus meiner Sicht was zu sagen zur Finanzierung. Ich denke, das ist ja eine wichtige Frage. Und wie alle Fragen beim Grundeinkommen, kann man da so viele verschiedene Perspektiven einnehmen. Und wie alle Fragen beim Grundeinkommen finde ich immer das Interessante daran, dass man es gar nicht jetzt so denkt, wo kriegen wir denn das Geld her für so ein Grundeinkommen? Man kann ja sagen, na, Grundeinkommen, das ist mir einleuchtend, das finde ich schön, alle bedingungslos, so ein Grundeinkommen. Und jetzt gehen wir mal auf die Suche, wo finden wir das Geld? Und mir ist das so gegangen, dann finde ich es aber nicht. Weil das irgendwie auch nicht die richtige Geste ist für mich. Also dann zu gucken, wo ziehe ich es denn mal ab? Und man kann ganz vieles darüber, man kann darauf kommen zum Beispiel zu sagen, na dann haben wir endlich mal einen Grund, dass wir die Reichen mal besteuern. So richtig. Oder man kann sagen, dann geht es vielleicht mal, dass man endlich Transaktionssteuern einführt und Finanzmärkte besteuert. Die findet man zwar eigentlich gar nicht gut, aber abhaben, schon was. Oder man kommt drauf, dass man sagt, das könnte Ökosteuer sein. Ja, oder man kommt drauf und sagt, ich weiß es auch nicht, aber ich überlege mir mal ganz selbstlos, was überhaupt Steuer ist. So ist also mir das gegangen, dass das für mich die Frage war. Es wird auf jeden Fall ja so sein, dass irgendwie dieser Betrag transferiert werden muss. Und ich denke, Robin, du hast das auch schon gesagt. Der Gedanke ist ja eigentlich gar nicht, dass das mehr Geld ist, sondern der Gedanke ist ja eigentlich, wie bekommen wir dieses Verwandeln hin, dass das, was ja heute wir in der Gesellschaft, die ja prima läuft, weil wir das auch gut machen, die ja wirklich gut ist und wo ja jeder auch ein Einkommen hat, wo ja ein Mensch auch tot wäre, wenn er keins hätte. Also allein daran, dass sie leben, kann man sehen, sie haben ein Einkommen und das ist offensichtlich hoch genug, um davon zu leben. Weil wir ja in einer Fremdversorgergesellschaft sind und ohne Einkommen stirbst du. Ohne Einkommen kann man sich nichts kaufen, da muss man klauen und so, aber ohne Einkommen kann man gar nicht leben. Wir haben das also im Prinzip und leider dann teilweise unter gar nicht so guten Bedingungen. Aber das ist ja nicht, dass das Geld nicht da wäre. Und es geht im Grunde ja um den Gedanken, wie wandeln wir jetzt das, was ein Mensch für das Notwendige zum Leben braucht, um in ein bedingungsloses. Also es ist vielleicht das Erste, was auch schon so ein bisschen die Euphorie bei manchen dann ja nimmt, weil es ist schön, es kommt hinzu, es kommt auch irgendwie hinzu, aber es ist eigentlich diese Umwandlung. Und es ist eigentlich dieses Element des Bedingungslosen. Und was da drin liegt, also wenn man die Finanzierungsfrage stellt, ist es eigentlich die Frage danach, wie wandeln wir das, was es gibt an Grundeinkommenshöhe, um in eine bedingungslose Grundeinkommenshöhe. Also wie machen wir diesen revolutionären gesellschaftlich-geschichtlichen Schritt, dass wir wegkommen von dem Tauschelement, mein Leben steht im Tausch, mein Leben ist sozusagen mit Verkauf verbunden, in ein sich gegenseitig das gönnen und zutrauen, also in eine Bedingungslosigkeit. Und wenn es Ihnen so geht, dass Sie mit den ganzen vielen Rechnungen, mit dem Rechnen dann auch nicht so richtig weiterkommen, dann biete ich mal so eine andere Perspektive an. Nämlich die, dass man sich da gar keine Sorgen drum macht mit dem Geld, woher das jetzt kommt. Sondern dass man sich einfach weiter für die Welt interessiert und schaut, was ist mit den Steuern eigentlich, was sind eigentlich Steuern? Also Sie werden das zwar wissen, aber ich sage Ihnen trotzdem, ich war mir gar nicht so klar, was das ist. Ich dachte, das muss ich immer abgeben und Hauptsache, ich komme dran vorbei. Und dann habe ich bei Novalis mal gelesen, der hat gesagt, also Steuern soll man überreichen, wie man einer Geliebten einen Strauß Rosen überreicht. Dann wusste ich, warum die Zeit Romantik hat.
Aber wenn man sich das jetzt mal so ganz unsentimental überlegt, also was ist eigentlich Steuer? Man kann ja auch sagen, ja, dass es damit Gerechtigkeit ist und so, also ganz viel Steuern für die Reichen und die Armen gar nicht. Aber eigentlich ist das alles nicht Steuer. Eigentlich sind wir in der Entwicklung, wir sind eine Demokratie. Das heißt, wir sind der Souverän. Das heißt, wir beauftragen bestimmte Arbeiten und Aufgaben in unserem Land sollen gemacht werden, ohne dass der Nutznießer zahlen muss. Es gibt ja eine ganze Reihe Sachen, Polizei, Feuerwehr und so weiter, Militär, das Rechtswesen, die politische Verwaltung und so weiter. Ohne dass der einzelne Konsument zahlen soll, sondern da bestimmen wir verbieten, dass du das bezahlst und sagen, nein, das wollen wir alle gemeinsam bezahlen und beauftragen ein paar Leute, die gerade Zeit haben und Bundesrat werden können oder so. Ist er eigentlich ja so? Oder die das gerne machen, die das gut können. Und beauftragen die, Dinge für uns zu tun, im demokratischen Auftrag. Mit der Auflage und nimm nicht von dem Geld, für den du dann gerade dich einsetzt. Sondern das ist eigentlich ja die Steuer, dass es so ist, manche Dinge kaufen wir direkt, da zahlen wir direkt für die Herstellung die Menschen, die das gemacht haben. Und manche Dinge geben wir in Auftrag, die nicht bezahlt werden sollen. Ich weiß, jetzt gehen wir ja weg vom Grundeinkommen, aber ich finde das sowieso immer ganz schön, wenn man so durch den Wald mal von der anderen Seite kommt. Wir kommen dann auch gleich wieder zum Grundeinkommen. Also für mich ist es interessant, jedenfalls solche Fragen mit zu bedenken. Was ist eigentlich Steuer? Dass man so aus dem ganz Heißen herauskommt. Also Steuer ist Hinterziehung, Steuer ist Umverteilung, Steuer. Nein, Steuer ist Bezahlen. Mit der Steuer bezahlen wir gemeinsam, was wir auch demokratisch beauftragt haben. Mehr ist es eigentlich nicht. Und wenn wir wollen, dass was sozial gerecht ist, dann müssen wir das eigentlich extra beschließen. Und wenn man sich das so anguckt, dann kann man auch sehen, das ist jetzt ja gar nicht nur nett, sondern es findet heute schon statt. Sie alle zahlen die Steuern, wenn sie was kaufen. Sie bezahlen nämlich wirklich die Steuern eigentlich als Konsument, weil die Steuer alle in den Preisen ist. Weil das ja auch selbstverständlich ist. Also die Firma, in der Sie arbeiten und wo Sie ein Einkommen bekommen oder als Selbstständiger, da ist dann das, was Sie an Steuer abführen, an Unternehmenssteuer, an Einkommensteuer, das ist ja in den Preisen, muss das da drin sein. Weil irgendwoher müssen Sie das Geld ja haben. Und dann kann man sehen, aha, die Steuer trägt immer der Konsument. Das heißt, der Konsument zahlt eigentlich immer nicht nur dann das Glas Wasser als Einkommen derjenigen, die das Wasser hier direkt hergebracht, eingefüllt, geschöpft, abgefüllt haben, sondern hiermit zahle ich eigentlich immer auch, was die Menschen, die das gemacht haben, an Steuern abführen müssen. Und das heißt, eigentlich zahle ich damit auch, dass es Ausbildung gibt, dass es Straßen gibt und so weiter. Und für mich war das jedenfalls interessant, das mal zu merken, wie viele Dinge eigentlich aus der Vergangenheit uns im Kopf sind, die faktisch schon nicht mehr stimmen. Also aus der Vergangenheit ist uns eigentlich im Kopf, naja, im Grunde, dass wir uns selbst versorgen. Und wenn wir auf eigenen Beinen stehen wollen und unsere Existenz selbstständig tragen wollen, das heißt, dann haben wir ein Einkommen, der Ertrag der Arbeit ist, dass ich ein Einkommen habe. Und das ist aber eigentlich ein Denken der Selbstversorgung, was sich so auf das Einkommen überlagert hat. In Wahrheit geht heute gar keiner mehr arbeiten für sich, um für sich zu sorgen. Und in Wahrheit steht auch keiner auf seinen eigenen Beinen in dem Sinne, weil wir alle füreinander arbeiten. Also weil Arbeit heute Arbeit für andere ist. Das sind so ein paar Sachen, oder dass man sich mal klar macht, was das kostet, ist gar nicht das Wasser, ist auch gar nicht das Glas. Was das kostet, sind Einkommen. Alle Preise, das hier ist zum Beispiel, das war ganz umsonst, und Ihr Auto auch, aber was es kostet, sind die Einkommen der Menschen, die das hergestellt haben. Einschließlich der Einkommen der Menschen, die für die Rahmenbedingungen gesorgt haben. Stühlerutschpause machen. Die Leute drauf, Gott, dass sie noch ein bisschen rutschen und dass man noch Stühlerchen hinstellen. Dort hat es noch einen freien Platz.
Ja, also entschuldigen Sie, wenn ich das so weit ausführe, aber mir ist das eigentlich recht wichtig, weil man mit der Finanzierungsfrage eben nicht 1:1 durchkommt. Sondern weil zur Finanzierungsfrage eigentlich dazugehört, dass man grundsätzlichere Dinge nochmal versucht, anders zu greifen. Sonst verendet man in lauter Kleinteilen. Also mir war wichtig zu sagen, die Steuer ist ja wohl das Instrument, mit dem irgendwie diese Umschichtung passiert. Mir war wichtig zu sagen, es ist nicht mehr Geld, sondern es ist eine Umwandlung des bestehenden Sockelbetrages, den man für das Notwendigste im Leben braucht, in die Bedingungslosigkeit. Und mir war wichtig zu sagen, dass man sich jetzt vielleicht klar macht, dass die Preise der Dinge nicht die Materie sind, nicht die Dinge an sich sind, sondern dass die Preise immer Einkommen sind. Also das heißt, wenn ich was ganz billig haben will, dann heißt es faktisch, ich will keine Einkommen den anderen zahlen. Das heißt nicht, dass alles teuer sein muss, aber das heißt, es ist eigentlich dran, dass man ein Bewusstsein bekommt für diese arbeitsteilige Welt und auch global arbeitsteilige Welt, in der zum Beispiel das nicht mehr wirklich gilt, dass man sagen kann, ich stelle ein Produkt her, mein Produkt auf den Markt und ich verkaufe es. Sondern dass das, was wir haben, was Effizienz macht, was Rationalisierung ist, was diesen Lebensstandard ausmacht, was ja ganz stark Arbeitsteilung ist, das bewirkt eigentlich, dass niemand sich selbst versorgen kann, dass man auch beim Einzelnen nicht mehr genau sagen kann, welchen Anteil am Produkt hast du denn? Also darum geht es mir eigentlich ein bisschen zu schauen, wo stehen wir mit der Steuer, wo stehen wir mit der Arbeit, mit dem Bewusstsein für andere Menschen. Haben wir das wirklich im Bewusstsein, dass wir tatsächlich von anderen leben und das, was wir arbeiten, immer für andere ist? Solche Schritte gehören für mich zum Grundeinkommen dazu. Und jetzt komme ich aber auch wieder auf diese Frage der Finanzierung. Und wenn das so ist, dass man sagen kann, eigentlich wird die Steuer ja getragen von Konsumenten. Und eigentlich ist das auch einfach und richtig, findet heute schon statt, wird aber nicht so gesehen, weil man immer noch Einkommen meint, das wäre, ich gehe arbeiten für mich und wenn ich viel Einkommen habe, dann muss ich viel abgeben. Und dieses ganze Sprechen von den starken Schultern, die viel tragen und so weiter. Wobei man sagen kann, die starken Schultern tragen nicht viel, sondern die muten dann anderen halt noch viel Einkommensteuern zu, die sie dann auf die starken Schulter draufschieben müssen, damit die das weitergeben können. Also Steuern ist eigentlich eine treuhänderische Tätigkeit. Ich hole es aus den Preisen, woher sonst, und gebe es weiter. Wenn man dann hinguckt, wie entwickeln sich Steuern? Also ich steige jetzt nicht so in die Steuergeschichte ein, die aber auch sehr interessant ist, wie wir zu den Steuern gekommen sind, die wir heute haben. Die eben wirklich versuchen zu schauen, was ist da wirtschaftlich passiert bei dir? Die nicht mehr sagen, also dein Haus hat so und so viele Fenster, jetzt zahlst du so und so viel Steuern. Das war ja früher so. Also wie viel Aufwand treibst du? Und dann ist man dahin gekommen zu sagen, nein, wie viel Produktivität, wirtschaftlichen Erfolg hast du wirklich? Und das war ein Fortschritt in der Gerechtigkeit. Und dann hat sich bei den Steuern ergeben, dass eine alte Sache, die mal schiefgegangen ist, nämlich einfach auf die Preise eine Steuer zu legen, das war vor 200 Jahren und hat zu einer Katastrophe geführt, dass man dann ganz neu aber auf den gleichen Gedanken kam mit der Arbeitsteilung. Und das war, dass man sagte, was ich jetzt gesagt habe, eigentlich sollte der Konsument in seinen Ausgaben die Steuern zahlen und wir rechnen das als durchlaufenden Posten, sozusagen als Bewusstseinselement der Produktionsschritte. Wir erheben nicht innerhalb der Wertschöpfung die Steuer, sondern lassen sie durchlaufen als reines Zahlenwerk, was sozusagen aufzeigt, das sind die Produktionsschritte und am Ende im Preis wird die Steuer realisiert. Am Ende im Preis, wo aus Arbeit Wert geworden ist, wird auch die Steuer realisiert. Das heißt, der staatliche Zugriff findet nicht statt im Bereich dessen, dass wir uns Mühe geben und noch gar nicht wissen, ob es klappt, findet erst am Ende statt. Das hat dann das ganz furchtbare Wort Mehrwertsteuer geschaffen, was ja ein rotes Tuch ist. Aber was eben so ist, dass seit den 60er Jahren diese Mehrwertsteuer, also diese Steuerart, die eigentlich die auch global faire Steuer der Arbeitsteilung ist, zugenommen hat. So, dann habe ich mir gedacht, die nimmt zu, die nimmt immer weiter zu. Die Schweiz ist noch verschont, aber das sieht so aus, als wenn das auch bald passiert. Und wenn das die vernünftige Steuer ist, auch die gerechte Steuer,
im globalen Handel die Steuer die Arbeitsteilung nicht belastet, die eigentlich wettbewerbsneutral ist, die auch viel einfacher zu rechnen ist und die letztlich sowieso so gehandhabt wird und nur noch mit Einkommensteuer verschleiert wird. Wenn das das ist, was kommt, dann wird die Frage bei dieser Steuer eigentlich laut werden, wo ist da die soziale Komponente, wo ist da bei der Mehrwertsteuer, wenn die jetzt ansteigt und sagen wir mal die Hälfte in den Preisen ausmacht. In der Schweiz würde man sagen, die wird irgendwie vielleicht auch mal 30% in den Preisen ausmachen, weil einfach der größte Teil des Staatsanteils, in der Schweiz sind es ungefähr 40%, dann eben auch da sichtbar sein wird. Dann braucht es einen Steuerfreibetrag. Das ist der Gedankengang gewesen, ganz unabhängig von irgendeinem Grundeinkommen. Und dieser Steuerfreibetrag, der ist am einfachsten, indem man den ausbezahlt. Indem man allen Bürgerinnen und Bürgern diesen Steuerfreibetrag, das ist eine gängige Sache, das ist ja das Soziale an der Steuer, dass man das ausbezahlt als Steuerfreibetrag für diese hohe Mehrwertsteuer. Die auch insgesamt ja keine höhere Steuer ist als alle Einkommensteuern und so weiter zusammengenommen, aber die als Steuerfreibetrag ausgezahlt wird und natürlich bedingungslos, der Steuerfreibetrag ist ja bedingungslos, am Anfang des Monats und natürlich pro Kopf, denn auch wenn Sie ein dreijähriges Kind haben oder ein Säugling oder wer auch immer, alle zahlen Steuern. Alle tragen Steuern, weil die Steuern sind in den Preisen. Und sich das klar zu machen, wir sind alle als Konsumenten Wirtschaftsteilnehmer. Wir sind alle als die, die konsumieren, auch gleichzeitig Steuerträger. So, dieser einfache Gedanke, dass die Ausgabensteuer, die Steuer, die eigentlich der Konsument zahlt, wo es überhaupt nur ums Zahlen geht, dass das eigentlich die richtige ist und sowieso auch die kommende ist und dass die Komponente, die soziale Komponente eines Steuerfreibetrages da dann auch dazukommen muss. Und dass das ein bedingungslos ausgezahlter Steuerfreibetrag gleich ein Grundeinkommen ist. Über diesen Weg, also nicht über die Frage, woher kriegen wir das Geld, sondern über die Frage, wie ist das mit der Steuer, kann man durchaus eben, ohne dass das eine Diskussion ist, die ganz viel über das Pro und Wider und bedingungslos oder nicht und so weiter, zu dem kommen, dass man sagen kann, da gibt es eine Finanzierung unserer staatlichen Aufgaben, unserer demokratischen gemeinsamen Aufgaben, die eigentlich solch einen Freibetrag verlangt. Und der wäre das Grundeinkommen. Und dann ist man mal weg davon, dass man sagt, Grundeinkommen und woher kriegen wir das Geld? Sondern umgekehrt, man kommt auf eine Entwicklung, in dem, was eigentlich heute schon so ist, wie wir unsere gemeinsamen Aufgaben finanzieren und merkt, aha, dazu gehört dann ein Grundeinkommen, also ein Freibetrag, der ausgezahlt wird. Und das ist ja auch eine demokratisch bestimmte Leistung. So, das wollte ich gerne zu der Finanzierungsfrage dazu sagen. Bei mir es so geht, und ich glaube nicht mir alleine, dass mit dem Suchen, woher kriege ich es, dass das eigentlich gar nicht die Geste ist, mit der ich das wirklich finden kann. Wobei man sich das alles auch überlegen kann, ist ja klar. Aber das Geniale für mich in der Sache ist, wenn ich mir die Steuer überlege und da zu Klarheiten komme, wo wir eigentlich heute stehen, dann fragt die Steuer und die kommende, dann fragt eigentlich die reale Steuer, die auch immer mehr als transparente Ausgabensteuer kommen wird, die fragt nach einem solchen Steuerfreibetrag. Und dann habe ich zwei Pole, von denen aus nach dem Gleichen gefragt wird. Ich habe das Grundeinkommen, das fragt nach der Möglichkeit der Finanzierung. Okay, weiß ich nicht. Dann habe ich aber eine Steuerentwicklung, die fragt nach einem Freibetrag. Und dann habe ich zwei Richtungen, aus denen sich was trifft. Warum? War das die Frage? Was? Sie hatten, nein, Sie hatten eine Frage gehabt. Sie haben so ganz spontan eben gesagt, warum? Ja, also was ich nicht verstehe, ist einfach... Sie vorhin gesagt, wieso dieser Freibetrag? Ich verstehe es nicht, dass es ein Freibetrag ist. Wieso kommt es in den Freibetrag? Wieso ist der so notwendig? Ja, genau. Das ist gut, dass Sie es fragen. Also ich habe gesagt, wenn man heute das sichtbar machen würde, wie die Steuer in den Preisen ist, dann müsste bei jedem Franken, müsste also ein gutes Drittel so angemalt sein davon, wo man sieht, dieses Stück vom Franken sind Steuern. Die G
gehen dann in die Firmen und so weiter und dann werden die verteilt und dann gehen die als Einkommensteuer und Unternehmenssteuer werden die Treuhänder weitergegeben. Aber ich trage die. Ich zahle eigentlich als Konsument die Steuern. Ist das verstehbar? So. Wenn ich jetzt so einen Anteil da drin habe, der recht hoch ist, dann kann man sagen, so, aber wie ist das denn jetzt? Jetzt zahlt also jemand, der, ich sag mal, der 3000 Stutz hat im Monat, der zahlt dann ein Drittel seiner Ausgaben für Steuern, für das Gemeinwohl. Und jemand, der 10.000 ausgibt, der zahlt zwar viel mehr fürs Gemeinwohl, aber, ne, ist klar, bei 3.000 mal angenommen, die Zahlen sind natürlich jetzt gar nicht zu hinterfragen, nur als Beispiel, dann zahlt der 1.000 Steuern, wenn ich jetzt 10.000, ein Drittel. Ich gebe 3.000 aus, wenn jetzt auch mal ein Drittel in den Preisen Steuern sind, aus Mehrwert, also dann zahle ich 1.000 Franken Steuern dabei. Das verstehbar, sonst sagen Sie es. Ja? Und wenn ich 10.000 Franken ausgebe, also bin ich wohlhabender, kann mir das leisten, und es ist der gleiche Steuer, also sind da überall gleich viel drin, dann zahle ich ungefähr 3.000 Franken Steuer, 3.333. Ist das noch verstehbar? Und sagen Sie es. Ja? Ja. Gut. Also, damit ist nur klar, ich zahle schon mehr Steuern, aber man kann sagen, ja, aber jemand, der gerade mal genug zum Leben hat, also der soll doch noch nicht beitragen zur Gemeinschaft, sondern der soll von der Steuer befreit werden. Das ist ja der Gedanke des Steuerfreibetrags. Mhm. Und das ist eigentlich ein sozialer Gedanke. Und in Basel-Stadt haben wir es so gemacht, da gibt es jetzt gar keine Progression mehr in den Einkommensteuern, da gibt es einfach einen Steuerfreibetrag, der enorm gestiegen ist. Also der jetzt hochgesetzt ist und dadurch ist die Progression. Das heißt, man kommt überhaupt drauf. Der Steuerfreibetrag ist eigentlich die soziale Komponente. Und das ist ein ganz einfacher Urgedanke. Wer gerade nur so leben kann von dem, was er hat, den wollen wir noch frei halten davon, dass er an die anderen, an die Gemeinschaftsaufgaben abnimmt. Ja, das ist der simple Gedanke. Und wenn diese Mehrwertsteuer oder Ausgabensteuer so hoch ist, dann kann man schon sagen, wir wollen einen Steuerfreibetrag dieser Mehrwertsteuer haben. Also wir wollen... Ja. Aber es war ja dann etwas anderes, den Freibetrag zahle ich ja dann aus als Staat. Ja. Und der heutige Steuerfreibetrag in der Kanton Basel ja, zum Beispiel, der ist einfach nicht steuerbar. Genau. Man muss nicht versteuern. Genau. Aber ich kriege ihn nicht vorher. Nein. Ich kriege ihn heute nicht vorher, aber er verschont einen Teil des zu besteuernden Einkommens. Das heißt, ich muss dann nicht so viel abgeben. Und in dem anderen Falle wäre es so, ich muss es schon abgeben. Ich gebe es alles ab, ich zahle die Steuer, die ist in den Preisen. Und es wäre ganz kompliziert, jetzt überall an den Kassen und so weiter zu gucken, dass du doch, wenn du so und so viel Einkommen nur nachweist, dann musst du weniger. Also sagt man, damit es einfacher ist, jeder zahlt die Steuer. Die zahlt jeder, ob arm oder reich. Aber wir machen einen Steuerfreibetrag, der ausgezahlt wird. Dadurch haben wir eine Ebene drin, dass eben jemand, der wenig Geld hat, eigentlich de facto keine Steuern zahlt. Und erst ab einer bestimmten Höhe ist es so, dass ich de facto Steuern zahle. Also jetzt aufs Grundeinkommen-Beispiel gekommen. Wenn wir sagen, Grundeinkommen wäre 2.500 Franken. Und wenn wir sagen, angenommen, es ist die Hälfte in den Preisen, wird Mehrwertsteuer. Dann kann man sagen, wenn ich jetzt 2.500 Franken Grundeinkommen habe und sonst nichts, könnte ja sein, ne? Weil ich Wichtigeres zu tun habe als Geld verdienen. Also wirklich, schon, wirklich. Es werden vor allen Dingen die nur das Grundeinkommen haben, die wirklich echt was richtig Wichtiges zu tun haben. Die anderen können ja auch was anderes machen. Aber manche können auch mit dem, was ihnen wichtig ist, viel Geld verdienen. Das will ich nicht sagen. Aber es ist ja so. Ich mache ganz kurz das Beispiel noch. Das ist jetzt Rechnen und das passt ja wunderbar zu dem Wetter. Wir sind alle ganz frisch und wach. Einschließlich mir. 2.500 Franken kriegen Sie ausgezahlten Mehrwertsteuerfreibetrag. Und das ist auch das, wo Sie sagen, okay, davon muss ich jetzt leben. Und in den Preisen ist die Hälfte Steuer.
Wobei man sagen muss, die Preise steigen deswegen nicht im Vergleich zu heute. Das ist aber ein Thema, das dauert dann nochmal 2 Minuten. Also die Hälfte ist Steuer. Jetzt geben Sie Ihre 2.500 aus, ist ja klar. Das muss man ja machen, sonst kann man nicht leben davon. Kannst du nicht sparen. Dann haben Sie die Hälfte davon, haben Sie dann eigentlich Steuern gezahlt. Weil in den Preisen die Hälfte Steuern ist. Sie müssen halt rufen. Ja, okay. Das heißt, mit dem bedingungslosen Grundeinkommen und wenn man es verbindet mit Mehrwertsteuer, dann hat jemand, der sein Grundeinkommen ausgibt, eben faktisch überhaupt keine Steuern gezahlt, sondern er hat einen Freibetrag für diese Steuer, 1250 war dann Steuer, das heißt, faktisch bekommen hat er Steuergelder in Höhe von 1250 Franken. Und gezahlt hat er gar keine Steuer. Weil bei der Ausgabe, das ist verstehbar. So, wenn ich jetzt 2.500 dazu verdiene, habe ich 5.000 Franken, die muss ich immer noch ausgeben, das ist nicht viel, sag ich mal. Dann habe ich in den Preisen die Hälfte, sind 2.500 Franken Steuern, die ich damit bezahlt habe. Dann habe ich faktisch mit meinem Grundeinkommen 2.500 bekommen, aber auch 2.500 wieder gezahlt an Steuern. Das heißt, faktisch habe ich gar keine Steuern gezahlt, aber ich habe auch kein Steuergeld bekommen. So, und das heißt, wenn ich mehr als 5.000 ausgebe in diesem Beispiel, dann fängt es erst an, dass ich real Steuern zahle. Und das hat dann eine Progression, also das hat dann eine Progression nach oben. So, das wollte ich ganz kurz zur Finanzierung sagen, womit Sie sicher nicht zufrieden sind, aber womit man vielleicht so ein bisschen den Horizont oder das Feld erweitert, dass die Finanzierungsfrage einfach eine Frage ist, überhaupt nach dem, wo ist die Steuer, wo ist die Ökosteuer? Naja, die ist in den Preisen. Wenn man Steuern erhebt irgendwo, oder wo ist die Einkommensteuer? Naja, die geht in die Preise. Und lass uns doch vielleicht gleich bei den Preisen ansetzen. Das war das, was ich zum Weiterfragen sagen wollte. Also ich habe es ja kurz aufgelegt, es ist das, was Ihnen jetzt vorgestellt hat, kurz veranschaulicht, eben diese Zahlen da, ich wollte das nicht weiter. Ich kann es später nochmals auflegen, wenn ich das nochmal sehen möchte. Ich werde jetzt auch ganz schnell noch eben so 3 Möglichkeiten vorstellen, wie man jetzt das Grundeinkommen finanzieren könnte. Variante 1, bekannteste, man macht es mit der Mehrwertsteuer, was jetzt auch Eno Schmidt vorgeschlagen hat. Dazu ist eben noch das anzufügen, die Güter, also die Produkte und auch Dienstleistungen, die bleiben im Schnitt gleich teuer. Ja, und wieso? Wir sehen hier die Grafik bisher, ein Viertel der Kosten etwa sind Produktionskosten, ein Viertel Infrastruktur und die Hälfte der Kosten wären die Lohnkosten, hier der größte Balken. Diese Lohnkosten, die sinken mit dem Grundeinkommen, weil der Arbeitgeber kann dann weniger Lohn zahlen und der andere Teil des Lohns kommt ja vom Staat, das Grundeinkommen. Das ist für den Arbeitgeber, da sinken die Lohnkosten auf etwa einem Viertel. Und das heißt, dann sind dann nur noch so viele Kosten im Produkt drin, also kann das Produkt ja günstiger verkauft werden. Anstatt das zu tun, schlagen wir Mehrwertsteuer drauf, sodass das Produkt wieder gleich teuer wird am Schluss. Und jetzt dieser Viertel da jetzt neu zur Verfügung steht für das Grundeinkommen. Oder auch anders gesagt, ein Teil der Produktkosten geht dann nicht mehr zum Arbeitgeber, sondern geht dann zum Staat und von dort wiederum ins Grundeinkommen. Ist ein Kreislauf. Auch das kann man natürlich später noch ausführlicher anschauen. Ist jetzt ein bisschen schnell natürlich. Also das wäre die Mehrwertsteuervariante. Dann gibt es die Idee, dass man vielleicht die Mehrwertsteuervariante mit einer Einkommensteuer kombinieren könnte. Dann würde ja der Mehrwertsteuerteil ähnlich funktionieren, einfach vielleicht ein bisschen weniger Kosten eingespart. Also in diesem Modell ist die Mehrwertsteuer ein bisschen kleiner, kann man ein bisschen weniger, weniger Steuer draufschlagen und ein bisschen weniger nur mit dem Produktpreis das Grundeinkommen zahlen. Der andere Teil müsste man hier mit Einkommensteuern zahlen. Und das funktioniert dann so, das ist der Vorschlag von Bernhard Kündig von BN Schweiz. Er sagt, wir machen eine nationale Einkommensteuer mit einem hohen Freibetrag. Sagen wir, das Gesamteinkommen wäre 145.000. Wir haben eine Flat Tax, also ein einheitlicher Prozentsatz von 25.
aber einen Freibetrag von 45.000. Dann hat er noch 100.000 zu versteuern und auf diese 100.000 geht 25%, also 25.000 Franken. Wir haben jetzt ein Beispiel mit einem etwas geringeren Lohn, 65.000. Wir haben wieder 45.000 Freibetrag, das heißt 20.000 sind noch zu versteuern. 25% von 20.000 sind die 5.000 hier. Und wenn man jetzt aber zurückrechnet, wie viel Prozent das die 5.000 von den ursprünglichen 65.000 sind, sind es noch 7,7%. Also der effektive Steuersatz, der ist dann schon kleiner hier, dank dem hohen Steuerfreibetrag. Und so entsteht dann eben auch hier eine Progression. Ja, fehlt noch das Grundeinkommen in der Rechnung. Das ist die bisherige Situation. Für einen Alleinverdiener hat 60.000, muss relativ wenig Steuern zahlen. Also ich habe das irgendwo nachgeschlagen für das nicht mal Kanton Zürich oder so. Also jetzt sind es nur die nationalen Steuern. Bundessteuer. Ja, nur die Bundessteuer, ja. Nur die Bundessteuer. Die anderen kommen dann auch dazu. Ja, jetzt haben wir hier die neue Zusammensetzung. In diesem Modell sinken die Lohnkosten nicht so stark. Wir würden jetzt hier von 60.000 auf die 54.000 zurückgehen, etwa 10% in die Lohnkosten zurückgehen. Also ist im Modell vorgeschlagen. 30.000 Franken ist das Grundeinkommen, das kommt dazu. Und die Einkommensteuer wäre dann in diesem Fall 9.750 Franken. Auch immer nur Bundessteuern? Nur die Bundessteuer jetzt, ja. Und das heißt dann, das Einkommen nach der Bundessteuer war dann vorhin 59.000 Franken gut, neu ist es bei 75.000 Franken. Also ist alles mitgerechnet, inklusive Grundeinkommen und inklusive Bundessteuer schon bezahlt. Also in diesem Fall lohnen für diese Person. Und das rechne ich nur ganz kurz aus, jetzt zum Beispiel, wenn jemand 120.000 hätte, dann käme da wieder das gleiche Spiel. Und der hatte vorhin noch 115.000 übrig nach der Bundessteuer. Neu ein bisschen weniger als 115.000, aber fast gleich viel. Also da ist wieder die Grenze jetzt in diesem Modell. Bei 120.000 Franken für eine Einzelperson käme sich das auch das Gleiche heraus, wenn man dann die Bundessteuer mitverrechnet. Ja, jetzt hat das gleiche Einkommen mit einer Familie. Die Kinder haben ja auch ein Grundeinkommen. Die erhalten dann 90.000 Franken Grundeinkommen. Und dann sieht die Rechnung so aus. Da bleibt bisher 116.000 übrig. Neu bleiben fast 160.000 Franken übrig. Weil eben halt da das größere Grundeinkommen auch der Kinder und auch also von Mann und Frau, das kumuliert sich natürlich. Also das heißt, Familien werden in diesem Modell sichtlich besser gestellt. Gut, soviel zu diesem Modell. Und dann noch ein letztes Modell, ein ganz anderer Ansatz, der ist von Bernhard Kündig, das ist der Präsident von BN Schweiz. Er schlägt vor, alle sollen das Grundeinkommen erhalten, 2.500, und wer aber genügend verdient bereits, der soll es am 4 zurückzahlen, wir als Lohnabgabe. Ja, also Jürimann. Albert Jürimann, was habe ich gesagt? Bernhard Kündig. Oh, ja, Albert Jürimann, Entschuldigung. Genau, das soll es dann so aussehen, oder? Ja, danke. 4.000 Lohn, 2.500 Grundeinkommen, die kriegt man, sagen wir, Mitte Monat. Ende Monat gibt man die wieder ab, ob es dann wie AV-Abgabe und so weiter heute als Lohnabgabe, kommen die wieder weg. Das Einkommen bleibt bei 4.000, also er schlägt jetzt vor, bei 4.000 diese Grenze zu machen. Hier wäre es dann quasi neutral. Das heißt, diese Person hat sozusagen nichts davon, aber auch keinen Verlust. Jetzt bei tieferen Einkommen, da wäre es dann eben so, da verdient es 3.000 Franken, da müsste dann kein volles Grundeinkommen zurückzahlen, sondern hier nur 1.800 Franken und es bliebe dann 3.700 Franken zuletzt übrig, also vorhin 2.000. Also das Modell ist so ausgestaltet, dass im Niedriglohnbereich dann tendenziell die Löhne steigen. Und hier müssen wir nicht durchrechnen, aber einfach so, es wurde durchgerechnet. Und das wäre dann die Idee,
also eben bei 0 Franken ist quasi, da muss man gar nicht zurückzahlen, nach 2.500 Franken. Also ja, ganz zu hinsichtlich, was zum Rest übrig bleibt, zusammenkommen. Ja, und dann mit 300 Franken, die wären quasi noch gratis, kann man behalten, 2.8. Wer 500 dazu verdient, gibt etwas ab, bleibt aber zuletzt noch 2.9 übrig und so weiter. Also das ist so ausgestaltet, dass da quasi so immer gestaffelt wird. Einfach kurz gesagt, dass wer mehr verdient, der hat am Schluss auch mehr übrig, dass also dieser Arbeitsanreiz erhalten bleibt. Wenn Sie wollen, können Sie später diese Folie noch im Detail anschauen. Gut, so viel zu den Modellen. Wir können die später gerne noch diskutieren. Jetzt empfehle ich das Wort an Vanelle Pinten. Ist das noch möglich von der Aufnahmebereitschaft, dass ich noch einen Beitrag leiste? Oder machen wir eine Zeitplanung, die Ihnen eine Pause gönnt vorher? Gut, also. Ich würde gerne mit Ihnen ein Alltagsbeispiel anschauen zum Thema Finanzierung. Ich habe Welten durchwandert geistig in der Vorbereitung auf diese Veranstaltung. Mich beschäftigt das Grundeinkommen jetzt seit 3 Jahren. Ich bin Homöopathin und habe in dem letzten halben Jahr entdeckt, dass es zwischen Homöopathie und Geld Polaritäten und Parallelen gibt, die höchst interessant sind. Und in diesem Zusammenhang habe ich mir erlaubt, zusammen mit der Buchhandlung Bär eine Literaturliste und ein Bücherangebot heute hier auf dem Tisch anzubieten, wo ich vielleicht zu den einzelnen Titeln gerne dann auch noch etwas versuchen werde zu sagen. Ich denke, ein ganz wichtiger Aspekt in der Vorbereitung auf eine Welt mit Grundeinkommen oder auf eine sich verändernde Welt, wie auch immer, ist, dass wir wirklich Bescheid wissen, was ist Geld, was ist passiert historisch im letzten Jahrhundert und warum suchen wir jetzt neue Lösungen und was ist mit unserem persönlichen Unbehagen im Umgang mit Geld, was haben wir da für uns selber irgendwie zu erforschen, zu erleben und auch zu verwandeln, damit es überhaupt eine neue Gesellschaft geben kann. Finanzieren kommt von finire, fertig machen, abschließen. Und ich habe ganz erstaunt im Herkunftswörterbuch das gelesen. Das wäre mir, ich habe mir alles mögliche überlegt, woher es wohl kommt, aber nicht von finire, fertig machen, zu Ende bringen. Und ich habe mich daran erinnert, dass ich einmal eine Diskussion hatte mit einer Mitarbeiterin, zu der habe ich gesagt, ich verstehe es nicht. Ich arbeite manches Mal so viel, so intensiv. Ich bemühe mich, unerledigte Dinge fertig zu machen. Ich werde nie fertig. Ich mache diese Erfahrung ungefähr seitdem ich 12 bin. Ich werde nicht fertig. Und sie schaut mich ganz nüchtern an und sagt, ja, ja, das weiß ich schon. Das haben wir in Physik einmal ausgerechnet. Ich sage, wie bitte? Was habt ihr? Sie hat gesagt, wir haben ausgerechnet, wie wir durch unsere eigene Aktivität neue Aktivitäten generieren. Ich war erlöst, weil genau das passierte mir. Ich habe so viele Dinge erledigt, aus 2 Dingen ergaben sich 3 neue Ideen, 4 neue Zettel, 5 Anrufe. Furchtbar, oder? Und herrlich gleichzeitig. Das ist das Leben, oder? Das ist das, was wir suchen. Und das habe ich erlebt an einem Arbeitsplatz oder, wie wir im Grundeinkommen sagen, an einem Einkommensplatz. Eine ganz feudale Situation. Ich darf meine Arbeit genießen. Nicht allen Menschen ist das so gegeben. Aber mir ist klar geworden, beim Finanzieren, beim Fertigmachen passiert viel mehr, als das Geld generiert wird. Und ist mir ein schönes Beispiel eingefallen. Wer von Ihnen hat schon mal ein Haus gebaut oder ein Haus gekauft? Ja, ein paar schüchtern. Okay, also, womit fängt das Projekt an? Planen. Das Projekt fängt mit Plänen an. Ah, okay, schon sehr gut. Okay.
Wer ist der Meinung, es fängt mit Geld an, das Projekt? Okay, möchten Sie dazu etwas sagen? Nein, das ist so. Mann. Gut, okay. Wir lassen das einmal so stehen. Es ist so, es fängt mit Geld an. Für viele ist das so. Wenn jemand sagt, oh, ich kaufe ein Haus, dann ist die Gegenfrage, hast du Geld? Woher hast du das Geld? Okay, wir nehmen einmal an, das Hausprojekt fängt an mit Geld. Man muss das Geld suchen, man muss mit der Bank reden. Verschiedene von uns kennen das, dass jemand von der Bank kommt und sagt, sie geben uns keins, wir müssen weitersuchen, es gibt Enttäuschung. Okay, dann hat man endlich das Geld. Und weil man ja nicht alle paar Jahre ein Haus kauft oder baut, weiß man ja nicht, dass es jetzt nicht fertig ist. Man hat zwar das Geld, aber das Haus ist noch nirgends. Was passiert? Wir müssen sprechen, wir müssen mit unserem Partner sprechen, wir müssen reisen, wir müssen ein Grundstück suchen, wir müssen träumen, wir müssen Kataloge bestellen, wir müssen Kataloge wälzen, wir haben Gefühle, rauf und runter, in alle Richtungen. Und dann haben wir irgendwann einen Architekt und dann haben wir spätestens das zweite Mal Ärger, nachdem wir den Ärger mit der Bank überstanden haben. Dann haben wir irgendwann auch Ärger mit unserem Partner oder mit den zukünftigen Nachbarn. Es passiert unglaublich viel anhand von Geld, aber nicht wegen Geld oder mit Geld. Und am Schluss haben wir ein Haus und sind mehr oder weniger glücklich und sind überhaupt nicht fertig. Wir müssen nämlich einrichten, wir müssen putzen, wir müssen den Garten gestalten, wir dürfen. Es geht nicht nur um Geld. Geld ist ein Hilfsmittel, Geld ist ein Fahrzeug. Und im Grundeinkommen ist es genauso. Die Finanzierung könnten wir besprechen perfekt auf das letzte Komma und durch jedes Amt, was beteiligt sein würde, und es könnte schief gehen. Und umgekehrt ist es genauso. Wir könnten sagen, wir wollen das Grundeinkommen, wir haben keine Ahnung wie. Und es könnte klappen. Das ist mein Votum für den Moment. Soweit fertig. Okay. Dann wollen wir jetzt vielleicht eine Pause einschalten. Und nachher wird Eno Schmidt. Ich darf mir noch vorstellen, er ist doch nicht zu spät gekommen, nur fast nicht. Und der Dimension Grundeinkommen Basel, stimmt das? Also die Grundeinkommen haben wir das genannt, 2006. Genau, genau. Und er wird durch die Diskussion führen. Vielleicht darf ich jetzt noch erwähnen, dass wir unter uns jemanden haben, der gerne kurz ein Modell der Finanzierung vorstellen würde, das hier in der Innung wahrscheinlich Gnade findet. Also gute Pause. Und was habe ich hier aufgestellt? Ein kleines Becherchen ist für den späten Empfang gedacht. Bitte das nicht ganz zu vergessen. Dankeschön. Ja, danke schön. Gut, dann mache ich das hier aber wirklich nur als kurzen Beitrag am Rande und man kann ja sehen, was sich daraus entwickelt. Es hat ja eine ganze Reihe von Finanzierungskonzepten jetzt schon gegeben und ich bin jemand, der auch schon jahrelang über Finanzfragen und Geldfluss in der Gesellschaft
nachdenkt und eben auch in Erinnerung mitarbeitet. Und das Grundeinkommen, diese Diskussion darum, die hat da bei mir mal wieder einen Impuls ausgelöst, das weiter zu forcieren und vor allem auch im Hinblick auf die ganzen Fragen vom Steuersystem. Das ist was, was mich seit Jahren schon immer wieder so in so einen uns unbefriedigenden Zustand bringt, dass ich finde, so wie das Steuersystem aufgebaut ist, das entspricht eigentlich nicht meinen Vorstellungen, wie Geld fließen muss. Da hat sich so ein Wirrwarr von ganz vielen Steuern im Laufe der Geschichte entwickelt. Überall, wo der Staat eine Chance sieht, was abzuknapsen, wo man des Geldes habhaft werden kann, versucht er, dem habhaft zu werden, nicht übermäßig, aber im Rahmen dessen, was notwendig ist, um die gemeinschaftlichen Aufgaben zu erfüllen. Und das ist ja auch soweit gut und richtig, solange das Geld für sinnvolle Dinge ausgegeben wird. Aber da hat sich historisch etwas entwickelt. Wenn man sich das genau anguckt, wird Geld immer dort besteuert, wo es von einem zum anderen fließt, wo also ein Handel stattfindet. Das ist geschichtlich so notwendig und sinnvoll gewesen. Aber heute sind wir an einer Stelle, wo man faktisch überall des Geldes habhaft werden könnte. Und man ist gar nicht... Nein, ich meine wirklich überall. Die Fluchtmöglichkeiten lasse ich hier außen vor, weil die gehen eher ins Kriminelle und das ist jetzt nicht mein Thema. Man könnte also, wenn man Geld braucht, Geld überall besteuern. Und man müsste nicht auf einzelne Handlungen innerhalb der Gesellschaft zurückgreifen, wie zum Beispiel Handel und mit der Mehrwertsteuer oder Erbschaftssteuer, wo es von einer Stelle zur anderen vererbt wird, oder verschiedenste andere Varianten, wo Steuern erhoben werden, sondern man könnte sagen, wir wollen Steuern oder Gelder auch für das Grundeinkommen überall, wo Geld existent ist. Das heißt, wir kommen aus diesem Wirrwarr von vielen Steuerarten, die alle Krücken sind, wo man von der einen Stelle was nimmt, um es an der anderen Stelle wieder auszuschütten. Davon könnte man wegkommen. So wie die Mehrwertsteuer, und das hat mich so auch unzufrieden gemacht gegenüber dem Grundeinkommen und hat bei mir angefangen, so darüber nochmal nachzudenken. Das ist ein welcher guter Impuls gewesen vom Grundeinkommen, so wie das von dir beschrieben ist. Man kommt einfach ins Denken rein. Dass die Mehrwertsteuer, also der Konsum, eine Krücke sein soll dafür, dass wir ein Grundeinkommen kriegen und dass die Mehrwertsteuer dann noch so hoch werden soll, dass sie für mich ein bisschen beängstigend wirkte, ob das dann alles noch halbwegs gerecht zugeht. Das hat mich darauf gebracht, dass wir diese Krücken alle gar nicht brauchen, wenn wir zum Kern des Ganzen kommen, nämlich wenn es um Geld geht, was in einem Kreislauf bleiben soll, was umverteilt werden soll, sodass jeder ein Grundeinkommen hat, dann muss man eigentlich nicht irgendwelche Krücken benutzen, sondern man muss das Geld selber nehmen und besteuern. Das heißt, man könnte eine Geldexistenzsteuer schaffen. Also alles Geld und Vermögenswerte, die Geld entsprechen, bekommen eine völlig gleichmäßige Steuer überall, wo es ist. Jeden Monat wird, so wie Zinsen aufs Konto gezahlt werden, wird ein kleiner Betrag abgezogen, weil das Geld dort ist. Und das Geld, was in größeren Mengen anderswo ist, das wird mit dem gleichen Satz besteuert und so könnte man überall alles Vermögen und alles Geld, was existent ist, besteuern. Auch das Bargeld müsste man natürlich besteuern, auch das ist möglich, nicht so schwierig. Hallo? Hallo? Ist das nicht erst gemacht? Nein, nicht ganz. Nein. Also Grundeinkommen. Wir reden Grundeinkommen ist richtig, ja. Über Grundeinkommen reden wir. Na, nicht los, komm. Halb sieben. Wir sind schon länger dabei. Jetzt haben wir Pause gehabt und gerade sind wir wieder eingestiegen. Es kommt dann eine Diskussion. Darf ich noch? Selbstverständlich. Ja. Deswegen Platz. Warum denn nicht? Okay. Ja, jetzt sind wir nicht noch. Es gibt noch. Also ich bin darauf gekommen, dass man mit Geld genauso umgehen könnte, wie uns das die Natur vorführt, wie Wasser agiert. Der Wasserkreislauf ist für mich ein ganz starkes Bild, wie Geld auch fruchtbar in der Gesellschaft zirkulieren könnte. Moment, zumachen. Bis die noch fertig sind. Und Wasser verdunstet ja ziemlich überall, steigt wieder nach oben in einer kleinen Menge und regnet
da und dort wieder runter. Das könnten wir gerechter gestalten mit dem Geld, indem wir es gleichmäßig pro Kopf runterregnen lassen. Verdunsten machen. Verdunsten nicht pro Kopf, sondern nach, je nachdem, wie viel da ist. Und ich habe mal so einen groben Überschlag gemacht, was an Vermögen, an Geld vorhanden ist in der Schweiz. Da gibt es diese Wealth Report-Geschichten, da sieht man, dass, dass es 4 Billionen in der Schweiz gibt und wenn man die mit 1% besteuern würde und das mal runterrechnet, dann kommt man auf 40 Milliarden und dann hätte man schon das Geld, was noch fehlt beim Grundeinkommen. Das wäre einfach mal ein kleiner Anfang, in eine neue Richtung zu denken. Wegkommen von diesem Knäuel an immer neuen Besteuerungsvarianten, in denen wir uns immer weiter verpflanzen, aus einer Ecke in die andere schaufeln und schieben müssen, hin zu einer Steuer, mit der man langfristig gesehen, wenn man das will, alle Steuern abschaffen könnte und man sie auf 10% oder 12% ansteigen lässt. Und dann wäre der ganze Staatshaushalt finanziert und das Geld würde einfach kreisen. Und es würde sich in die Richtung bewegen, wo es gebraucht wird und nicht dort liegen bleiben, wo es in der Finanzspekulation benutzt wird. Das einfach so als Denkanregung hier in den Raum. Und wer mehr dazu wissen will oder mitdenken will, kann sich gern bei mir melden oder irgendwie sich dazu äußern. In der aktuellen Revo ist auch ein Beitrag dazu drin. Und ich habe auch noch was an ausgedrucktem Papier mit, wenn jemand da ein bisschen drüber lesen will. Ja, das wäre auch. So, das ist jetzt die Runde eröffnet, dass wir miteinander darüber sprechen können und Sie fragen können oder beitragen können. Und ich versuche es ein bisschen zu vermitteln. Fragen, die auch Robin beantworten kann oder jemand unter Ihnen. Ich fand sehr gut, dass Sie eben betont haben, dass die Abgaben, ich spreche lieber von Abgaben als von Steuern, dass wir die verursachen. Das heißt, wir haben Staatsaufgaben geschaffen und die sollen von uns finanziert werden und deswegen geben wir Geld ab, damit der Staat, das sind wir, diese Aufgaben erledigen kann. Und das Grundeinkommen wird dann eine zusätzliche Staatsaufgabe, das auszuzahlen. Wie heute die AHV ausbezahlt wird, vom Staat wird das Grundeinkommen ausbezahlt, ist eine zusätzliche Staatsaufgabe. Bei 2500 Grundeinkommen sind das 200 Milliarden, die ausbezahlt werden müssen. Und die Staatsaufgaben in der Schweiz sind auch etwa 200 Milliarden. Wir sehen also, es ist eine sehr große Staatsaufgabe, aber es ist eine sehr einfache Staatsaufgabe. Und die Frage ist dann, wie kommen eben diese 200 Milliarden für das Grundeinkommen in den großen Topf, damit das Geld überhaupt ausbezahlt werden kann? Das ist die Frage heute Abend. Ich möchte noch zwei, drei Bemerkungen machen zum weiter Nachdenken. Sie haben gesagt, im Preis, den wir zahlen, stecken Steuern drin. Aber der Preis, der repräsentiert die Kosten für ein Produkt oder für eine Dienstleistung. Und Kostenarten gibt es eigentlich nur zwei. Die Lohnkosten und die Geldkosten. Und über Geldkosten haben wir gar nicht gesprochen. Das sind Zinsen, die wir bezahlen auf Krediten, die jemand aufgenommen hat. Unter anderem in den Steuern stecken auch Geldkosten drin, nämlich die Zinsen für die Staatsanleihen, die der Staat aufgenommen hat für die Aufgaben. Dann, wenn man hier zuhört, dann wird immer von Einkommen gesprochen und es wird eigentlich so getan, als wären die Einkommen nur Arbeitseinkommen. Aber ein viel größerer Teil an Einkommen wird erzielt ohne Arbeit, nämlich die Zinsen, die auf den Kapitalien
erzielt werden. Also wenn das, wie viel war es, Hendrik? Bitte? Wie viele Billionen? In der Schweiz sind es vier Billionen. Vier Billionen. Und wenn man dann das jetzt mit Hotels draufrechnet, man schnell einmal darauf kommt, dass das sehr große Beträge sind, die eigentlich an Zinsen laufen, und über die ist gar nicht gesprochen worden, wie die allenfalls beigezogen werden können zur Finanzierung eines Grundeinkommens. Und dann ist davon gesprochen worden, dass das Grundeinkommen eben über diese Mehrwertsteuer finanziert werden könnte, eben über die Ausgaben. Aber Einkommen werden eben nicht vollständig ausgegeben. Nur die unteren, die weniger verdienen, müssen das Einkommen vollkommen ausgeben. Andere, die legen es auf die Seite, respektive sie investieren, und zwar nicht mehrwertsteuerpflichtig. Also Kauf von Gold wird nicht mit Mehrwertsteuer belastet. Der Börsenhandel ist nicht mit Mehrwertsteuer belastet, Immobilienhandel ist nicht mit Mehrwertsteuer belastet, und da ist, wo das große Geld fließt. Also daran müssen wir denken, nicht nur bei den Ausgaben fürs tägliche Essen. Und wenn Hendrik vorhin auch von Geld gesprochen hat, sollten wir auch immer unterscheiden. Es gibt einmal das Bargeld, das ist ein ganz kleiner Teil von dessen, was heute als Geld betrachtet wird. Der viel größere Teil ist fiktives Geld, sogenanntes Viralgeld. Das sind etwa 15 Mal mehr als das, was an Bargeld im Umlauf ist. Dies einige Gedanken eben zu Geld und Finanzierung von Grundeinkommen. Ja, also genau, ich sehe das ganz ähnlich, also sehe das Problem auch, ja. Gerade eben, dass zum Beispiel die Mehrwertsteuer halt nicht alles Geld erfasst. Und ich finde deinen Ansatz gut, Rudi, dass man eben auch versucht, das Kapital zu erfassen, oder eben die Zinsen zu erfassen. Ich denke schon, das müssen wir uns überlegen, eben, wie kann man all diese Gelder, ja, wie kann man die auch irgendwie abschöpfen, all die Gelder, die sonst fließen und sonst einfach der Steuer und so mit der Allgemeinheit entzogen werden. Nicht gleicher Meinung. Also, da wir heute über die Finanzierung sprechen, will ich vielleicht noch, also ich versuche immer so den praktischen Aspekt der Sache ab zu betrachten. Ich finde die Mehrwertsteuer, wie sie gedacht ist, sehr elegant und auch sehr richtig an der Stelle, wo sie ansetzt. Ich stelle mir einfach vor, wie das dann ist, wenn sie die einzige Steuer sein wird. Weil ich versuche danach immer von der Seite dessen herzudenken, der versucht, diese Steuer zu umgehen. Das versucht man ja bei Steuern immer, und das ist bei der Mehrwertsteuer relativ einfach. Also ich habe das in Griechenland erlebt, ich habe da lange gelebt. Da hat fast niemand Mehrwertsteuer gezahlt, wenn das irgendwie ging. Und das wäre jetzt sozusagen mein Vorbehalt gegenüber der Mehrwertsteuer, dass sie in der Erhebung schwierig sozusagen durchzusetzen ist. Also wenn sie die einzige Steuer ist. Im Moment ist sie nicht so interessant, deswegen macht es auch wenig Sinn, sozusagen dort Energie hineinzustecken und zu schauen, wie man sie umgehen kann in der Schweiz. Aber sobald sie auf 19% wie in Griechenland zum Beispiel steigt, dann ist das schon sehr relevant. Ich habe mir dann auch überlegt, was für Dynamiken dann in die Gesellschaft hineinkommen. Im Moment haben wir so eine Dynamik, wo man versucht, es gibt auch gegenläufige Entwicklungen, aber man versucht sehr viele Dinge auszusourcen, um zum Beispiel Lohnkosten zu vermeiden und um sozusagen auch die Kosten für bestimmte Dinge zu drücken. Wenn ich jetzt, weil die Mehrwertsteuer die einzige Steuer ist, und das wäre jetzt auch eine Frage, wie das gedacht ist, wie das funktioniert. Angenommen, ich habe einen Auftrag zu vergeben, und wenn ich den extern vergebe, dann muss ich bei der Bezahlung dieses Auftrages ja Mehrwertsteuer auch zahlen, oder? Das ist der Staatsanteil. Wenn ich den jetzt einstelle, der für mich die Arbeit macht, dann wäre ja eigentlich mein Angestellter, der auch ein Grundeinkommen bekommt, und ich müsste ja für seine Arbeit intern keine Mehrwertsteuer zahlen, oder? Das heißt, es würde eigentlich einen riesen Rand darauf geben, so
so viele wie möglich Leute einzubinden in mein Unternehmen, einzustellen, um genau diese einzige Steuer, die es dann noch gibt, zu vermeiden. Das wäre mir also Arbeit, als Arbeitgeber wäre ich sozusagen interessiert, alle möglichen Arbeiten zu internalisieren, um die Steuern sozusagen zu umgehen. Oder ja, was fehlt mir da, also bei den Gedanken? Ja. Der Lohn, ja, der das Unternehmen bezahlt, der fließt ja in den Produktepreis. Und die Mehrwertsteuer wird vom Produktepreis abgezogen. Ja, was dir fehlt dabei ist, dass du nicht weißt, wie die Mehrwertsteuer gerechnet wird. Die Mehrwertsteuer zahlt immer erst der Konsument. Ob ich jetzt jemanden beauftrage, für mich zu arbeiten, oder ob ich den anstelle, das ist völlig wurscht. Und das ist der Grund, warum das mit der Mehrwertsteuer nicht so einfach ist. Ich meine, Griechenland ist jetzt gerade noch so ein tolles Beispiel für alles. Wenn du die Mehrwertsteuer nicht im Preis erhebst, wenn du das umgehst, dann kannst du keine Mehrwertsteuer abrechnen. Das heißt, es gibt durchaus ein paar Berufe, wie zum Beispiel, was weiß ich, wenn du privat Massagen gibst oder die Haare schneidest und so weiter, dann wirst du das mit der Mehrwertsteuer umgehen können. Aber überall, wo du Produktionsmittel hast, überall, wo du selber zukaufst, da wirst du es nicht umgehen können, weil in dem ganzen Produktionsablauf diese entsprechende Mehrwertsteuer ist und die rechnest du ab. So. Und das andere ist, dass man sagen kann, wenn es nur eine Steuer gibt, dann kann man sich auch ganz schnell ein paar Sachen überlegen, wie man diese Steuer auch besser kontrollieren kann. Und man kann durchaus da eine ganze Reihe auch gute Ideen haben, sodass dieses Hinterziehen, also es gibt keine Schwarzarbeit mehr, das muss schon mal klar sein, weil auf der Arbeit ist gar keine Steuer, es gibt nur noch Schwarzverkäufe. Es gibt Schwarzverkäufe. Du kannst schwarz verkaufen, wo du selber nicht abrechnen musst, wo es dir eigentlich egal ist, wo du selber keine Mehrwertsteuer geltend machst. Das heißt, wo du gar nichts zukaufst für deine Produktion, wo Mehrwertsteuer drin ist. Das ist aber ein kleiner Teil. Da kann man sich drauf fixieren und kann das eigentlich auch ganz gut im Griff haben, weil man muss nicht mehr alle möglichen Dinge kontrollieren. Und dann wird es einen Bereich geben, wo schön viel soziale Wärme entsteht, weil man nämlich immer schön das untereinander macht. Das wird es auch geben, sicherlich. Man kann das nicht, aber man muss es auch nicht alles kontrollieren. Man muss auch nicht dahinterher sein jetzt mit dem Rechenschieber. Also es wird schon einen Bereich geben, der im Zwischenmenschlichen stattfindet, wo man dann die Mehrwertsteuer umgeht. Das müsste... Das müsste sich in einem Bereich abspielen, der so viel an... Es regnet, ja. Das ist die nicht unbedingt gerechteste Variante. Es regnet so stark in der Schweiz. So. Ja. Vielleicht auch erstmal nur jetzt so viel dazu, zu dem, dass das eine Steuer ist, die man dann hinterziehen wollen wird. Und das ist aber, weil es eine sehr einfache Steuer ist, auch eine ist, wo man durchaus auch hingucken kann, dass sich das in Grenzen hält. Und dass man sogar sagen kann, da wo man das nicht so genau kontrollieren kann, da ist es dann eigentlich soziales Miteinander, was der Gesellschaft auch sehr gut tut. Glaube ich. So. Ich würde gerne noch dazu ergänzen, dass meine Hoffnung im Idealismus natürlich, der mir inne ist, die Idee auch ist, dass wir zu Steuern vielleicht ein positiveres Verhältnis kriegen, wenn wir endlich den Staat nicht mehr als unseren alleinigen größten Feind betrachten müssen. Weil das, diese Steuerphobie, die wir haben, das ist ja eigentlich eine Phobie vor dem Gemeinwohl. Das ist ja, da haben wir uns ja vollkommen wegbewegt von einem gesunden, gemeinsamen die Dinge finanzieren. Aber das setzt natürlich voraus, dass sozusagen alle Menschen auf dem gleichen Entwicklungsstand sind. Ich meine, wir hier in dem Raum sind wahrscheinlich so weit, dass wir das so denken können. Aber es gibt ganz viele Menschen, die sind einfach in einer anderen Phase ihrer Entwicklung und die sehen nach wie vor erstmal, was ihr eigenes und vielleicht das noch der Familie. Also wir dürfen nicht davon ausgehen, dass jeder Mensch sozusagen den staatlichen Anspruch versteht als etwas, was uns allen auch zugute kommt.
Ja, aber man kann das auch ganz unideologisch und so sagen. Es ist, die Schweiz ist ja immer das beste Beispiel. Und dort, wo am meisten Steuertransparenz besteht, wo man am meisten im Kanton oder in der Gemeinde sogar weiß, was mit meiner Steuer passiert, da gibt es am allerwenigsten Steuerhinterziehung. Es gibt in der Schweiz sowieso weniger Steuerhinterziehung als zum Beispiel in Deutschland, weil es in Deutschland viel abstrakter noch ist. Also eine Transparenz, dass man weiß, es ist dafür, ist immer das Mittel, womit Menschen auch Steuern zahlen. Und wenn ich das gar nicht weiß, habe ich eher das Gefühl, ich will nicht. Und das wäre für mich eben zum Beispiel wieder ein Argument für die Konsumsteuer. Weil es transparent, weil ich auf jeden Fall schon mal sehe, ich trage immer bei zum Staat. Und ich weiß, wie viel ich beitrage. Und ich weiß dann sozusagen mental auch mehr, dass ich auch mitbestimme, was wir als Staat beauftragen. Also das möchte ich unterstützen. Denn es ist ja auch so, dass wir in der Schweiz im Wesentlichen die Steuer direkt demokratisch bestimmen. Und wir haben ja laufend in unseren Abstimmungen immer wieder Steuerentscheide zu fällen, ob wir weniger oder mehr Steuern zahlen wollen. Ich möchte jetzt nicht von diesen komischen Dingen mit den Steuern, da, mit den Pauschalsteuern, das ist eine andere Sache. Aber in der Gemeinschaft, dass der Staat das Geld braucht für seine Ausgaben, das ist, wenn es einsichtige Ausgaben sind, das wird vom Volk auch meistens richtig entschieden. Also da wäre eigentlich ein Anknüpfen, was Sie meinen, in diesen Verhältnissen durchaus möglich. Und dann wäre es ja auch nicht mehr so sehr der Staat, der im Vordergrund steht. Mit einem Grundeinkommen, bedingungslos möchte ich jetzt mal weglassen, das sage ich später vielleicht noch was dazu. Mit einem Grundeinkommen ist ja das Soziale, dass ich das für den anderen tue und die anderen für mich viel mehr. Also wenn der Staat immer dazwischen steht, der dann natürlich ja heute so viele, auch zu viele Aufgaben hat und dann auch irgendwo dann schräg liegt, wie er mit den Ausgaben, mit den ganzen Mitteln umgeht. Die Konsumabgabe hat noch einen anderen Vorteil. Ich beschreibe das im Extremen. Wenn alle Arbeitsplätze nach China verlagert werden, dann können wir keine Steuer mehr erheben auf einem Erwerbseinkommen, weil es eben keines mehr gibt. Aber konsumieren müssen wir trotzdem und eine Konsumabgabe führt dann eben dazu, dass Geld in den großen Topf kommt. Also es ist von daher auch sozial und verhindert schlussendlich eben, dass die Arbeitsplätze in Billigstlohnländern ausgelagert werden. Ich möchte auch noch mal eins ergänzen, weil es doch immer wieder heißt Konsumabgabe und weil man immer hört in diesem Steuer, da ist immer noch dieser Sozialgerechtigkeitsgedanke drin und gleichzeitig den, ich muss was von meinem abgeben. Und das ist der Gedanke, der zu tun hat, wenn ich von dem, was ich schon habe, jetzt Steuern abgeben muss, dann ist das immer wie in die Tasche greifen. Ich habe es schon verdient und jetzt muss ich da was geben. Und diese Geste, oder sagen wir mal die alte Geste, dass es eine Zwangsschenkung ist, eine Zwangsabgabe, der Staat, der Zwang, das eben alles ist für mich mal da drin, dass wir das alles mal endlich aufhören könnten, so zu denken, weil es nicht so ist. Weil es aus dem Mittelalter kommt, weil es von den Raubrittern kommt, weil es vom Adel kommt und so weiter, weil es von dem kommt, dass das zwanghaft wird mir was weggenommen von dem, was ich auf dem Acker erwirtschaftet habe, der Zehnte wird mir genommen, damit der Fisch oder der Lehnsherr oder so weiter gut leben kann. Dieses Denken ist immer noch, wenn wir zum Beispiel sagen, das ist eine Konsumabgabe. Nein, das ist überhaupt keine Konsumabgabe, das ist auch keine Strafe. Deswegen gehört für mich der Gedanke überhaupt nicht rein in die Steuer, dass die Reichen jetzt aber mal ganz viel tragen müssen. Für mich gehört dieses ganze Wegnehmen nicht rein. Für mich ist es eigentlich wie Komplizenschaft. Wenn ich dabei bleibe, dass die Reichen es mit dann Dollar tragen, die Vermögen es Dollar tragen sollen, dann sage ich doch nur, ich finde das völlig in Ordnung. Aber du musst mir was davon geben, von der Beute. Und das finde ich verheerend für die Zukunft. Weil das eigentlich darauf setzt, dass das so weitergeht,
dass die Reichen immer reicher werden, weil es darauf setzt, dass der Kapitalmarkt fluktuiert und die Welt kaputt macht und wir dann aber was davon abhaben. Gleich. Ich möchte das eben, lass es mich kurz ausführen. Also ich weiß, es gibt die anderen Gedanken immer weiter auch und das ist auch richtig, aber ich möchte meins noch mal einmal deutlich machen, dass ich sage, der Gedanke ist ein ganzes ins Jetzt umdenken, dass wir beauftragen Aufgaben. Wenn ich das kaufe, beauftrage ich, dass ein nächstes hergestellt wird. Denn das ist schon bezahlt. Sonst wäre es gar nicht hier. Wenn ich an der Kasse was kaufe, beauftrage ich, mach's nochmal. Das ist auch wichtig zu wissen. Ich wähle an der Kasse und sage, bitte das nochmal machen. Weil das nehme ich jetzt mit. Und wenn ich an der Kasse bin, dann mache ich für mein Empfinden ganz logischerweise, sage ich, und hier bezahle ich auch, was die Schulen, was die Polizei, was der Straßenbau und so weiter geleistet hat, was das Rechtswesen geleistet hat, dass das jetzt hier sein kann. Denn die haben dafür geleistet in meinem Auftrag. Ich beauftrage sie, macht das weiter. Und das bezahle ich. Und nichts anderes ist für mich die Steuer. Und das ist für mich der Schritt raus aus dem, dass ich es irgendjemand wegnehmen will. Oder dass ich denke, das muss Gerechtigkeit sein. Und weißt du warum? Weil ich die Bauernkriege mir angeguckt habe. Und solange ich mit der Mistgabel gegen Ritter antrete, ist das sehr edel, aber leider nicht erfolgreich. Und solange ich antrete ohne Grundeinkommen, ohne dass das mal klar ist, dass die Existenzbasis nicht bedroht ist, dass ich frei wirken kann, gegen Sachen, die nun eindeutig mit Macht zu tun haben, also die man auch nicht unterschätzt, die ich nicht unterschätze, dass die Sachen, wo du sagst, okay, da muss man jetzt, das ist Macht und gegen die kann ich nicht an. Sonst wäre es auch mit diesem Gedanken, der auch schon alt ist, dahin gekommen. Deswegen ist mein Plädoyer, geht weg von dem Steuergedanken als Wegnehmen und geht hin in eine einfache Mechanik und Logik. Und mit dem kann man dann mal fragen, wieso werden denn manche so reich? Wollen wir nicht mal Regeln ändern? Ich möchte noch kurz was ergänzen. Im Film Der Kulturimpuls Grundeinkommen, wer ihn noch nicht kennt, auf der Literaturliste ist der Link drauf, wie man ihn runterladen oder angucken kann. Im Film ist es so schön gezeigt, die Mehrwertsteuer ist der Schaum auf dem Cappuccino. Und das war für mich das Schlüsselerlebnis. Ja? Es ist der köstlichste Teil. So, jetzt blende ich mit dem, ich will eben nur wissen, wer sich gemeldet hat. Du hast dich auch gemeldet. Ja, ich habe mich auch gemeldet, aber und, ja, ich will nur wissen, und du und du. Außer ich das Wort abgeben, hat für mich eine andere Bedeutung als du. Ich weiß nicht, ob das der Unterschied zwischen Bern und Deutschland ist. Steuer hat eben in der Schweiz, dank SVP, den Eindruck bekommen, das ist Raubrittertum des Staates. Und deswegen verwende ich den Begriff abgeben als eine quasi freiwilliges Weggeben. Wenn jemand ein besseres Wort hat, das in der Schweiz akzeptiert ist, dürfen wir gerne das verwenden. Also ich habe nicht gemeint, dass eben wieder der Staat etwas wegnimmt, sondern ich gebe etwas hin. Und darum geht es mir. Und eben dann noch, das Zweite war ja eben die Arbeitsplätze, die dann eben nicht mehr ins Ausland verlagert werden. Also das ist der wichtige Teil bei einer Konsumsteuer. Aber dann wieder die Konsumsteuer, 30% hast du gesagt, das gibt in der Schweiz nur 75 Milliarden. Ja. So wie die Mehrwertsteuer heute eingerichtet ist, weil auf den Exporten gibt es keine Mehrwertsteuer. Und das ist ein viel größerer Teil als das, was wir im Inland konsumieren. Und deswegen gibt es 1% gibt 2,5 Milliarden, 30% gibt 75 Milliarden Franken und das ist ein Drittel dessen, was für das Grundeinkommen notwendig ist. Ja, aber wir konsumieren in der Schweiz mehr als wir exportieren. Ja, das ist schon. Ja, aber da ist immer die Mehrwertsteuer. Export ungefähr gleich in der Schweiz. Ja. Das stimmt nicht ganz im Moment. Okay, ich gehe mal der Reihe nach. Jetzt hattest du und sie dann. Lass laufen. Ich würde gerne ganz kurz drei Striche auf das Flipchart mal. Aha.
Ich spreche Kürze. Das hat auch schon viele Schreiber hier. Das Vermögen ist in jedem, in der Volkswirtschaft irgendwie verteilt. Wenn das die Bevölkerung ist, so hat 100% der Bevölkerung 100% des Vermögens. 0% hat 0% des Vermögens. Und wenn man hier die Bevölkerung aufstellt, dann kommt man mit dieser Kurve zum Vermögen. Das hat zu der 95%-These geführt, dass eben 99% der Bevölkerung nicht einen entsprechenden Anteil des Vermögens haben. Also das letzte Prozent hat eben hier einen unverhältnismäßig großen Anteil des Vermögens. Und jetzt kommt der erste Satz. Das gesamte Geldvermögen in einer Volkswirtschaft entspricht dem, was man dafür kaufen kann. Also ist Reichtum ein Anrecht auf den Konsum von Waren und Dienstleistungen. Und also ist Reichtum keine Privatsache. Reichtum ist keine Privatsache, weil, wenn ich Reichtum habe, habe ich damit Anrecht auf das, was alle anderen leisten. Einen gewissen Anteil. Wenn also jetzt einzelne Individuen in der Bevölkerung hier oben mehr Einkommen haben, dann haben die anderen nicht gleich viel. Oder mehr Vermögen haben, dann haben die anderen nicht gleich viel, sondern sie haben vom Anteil her weniger. Weil es kommt auf den Anteil der gesamten Vermögensmenge an. Und das Grundeinkommen setzt hier an, dass dieser große Teil, der in vielen Volkswirtschaften am Verarmen ist, der Mittelstand, der absinkt, dass der nicht unter das Existenzminimum fällt. Und diese Idee ist großartig und ich bin seit Jahren totaler Fan davon. Aber mit dem Mehrwertsteuermodell laufen wir Gefahr, dass das ganze Terrarium, wo es da regnet und verdunstet und regnet und verdunstet, das ganze Wasser darin in einer unterirdischen Zisterne hier oben rausschießt, bei einer Person oder bei sehr wenigen Personen verschwindet und dass damit dann der Zinsanteil in dem gesamten Geld, das umfließt, immer größer wird. Wir haben heute neben dem Staatsanteil in allen Preisen, neben dem Steueranteil in allen Preisen, auch einen Zinsanteil in allen Preisen. Und wenn diese Kurve dramatischer wird und der Unterschied zwischen 2007 und 2007 sieht ungefähr so aus. Nachher kam die Finanzkrise, war etwas gerechter, weil die Vermögen mehr reduziert wurden als. Also dieser aber Kurve nur ein Jahr. Runter. Nur ein Jahr lang, dann war das schon wieder ausgeglichen. Ja. Also diese Kurve geht dort hier runter. Wenn die dramatischer wird, dann wird der Zinsanteil in all unserer Leistung, die alle Menschen in der Volkswirtschaft leisten, wird steigen. Das bitte ich zu bedenken. Erstens, der Zinsanteil nimmt zu, wenn die Ungerechtigkeit zunimmt. Diese Flächenverhältnisse nennt man den Gini-Koeffizient und der ist ein starker Indiz für Gewalt und für Kriminalität in einem Land. Das ist eine Frage stellen. Ja? Zinsanteil, sehen Sie da den Gewinnaufstieg oder nur die Zins? Der Gewinnanteil ist auch ein Teil vom Verkaufspreis. Ja, das ist ja, ich will sagen, den habe ich jetzt da mit gemeint. Ja. Okay. Ja, es geht ein bisschen in diese Richtung, nämlich, dass man bei der Mehrwertsteuer berücksichtigen muss, dass sie ein Stück der Umverteilung in der Gesellschaft ist. Das heißt, die viel konsumieren, zahlen viel Mehrwertsteuer. Und ich habe mir mal Statistiken geholt und versucht, das rauszuziehen, wie das zurzeit in der Schweiz ist. Und es zeigt sich, dass eine kleine Umverteilung von oben nach unten stattfindet, wenn man die Mehrwertsteuer, die jetzt erhoben wird, wenn man die gleichmäßig verteilen würde. Pro Kopf oder pro Haushalt war es für mich jetzt da nur ersichtlich. Wenn aber der Konsum in der kleinen Oberschicht um 10-20% abnimmt, dann passiert es so, dass
die Mittelschicht, die das Grundeinkommen immer mehr finanzieren muss, was in der momentanen Situation durch die oberen Einkommensschichten noch etwas stärker finanziert wird. Das heißt, es kann ganz schnell zu Verschiebungen kommen, so dass die Ungleichheit, die Arm-Reichtumsschere durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer und eine leichte Veränderung der Konsumgewohnheiten der Oberschicht so kippt, dass Geld von unten noch mehr nach oben fließt. Das heißt, nicht nur über den Zins, so wie du es eben beschrieben hast, was sowieso stattfindet, sondern auch über die Mehrwertsteuer und die Mehrwertsteuerverteilung. Du guckst jetzt skeptisch, weil du es nicht nachvollziehen konntest. Mehrwertsteuer ist was an alle gleichmäßig verteilt wird. Und es wird ungleichmäßig erhoben, weil die Leute, die Menschen verschieden viel konsumieren. Wer viel konsumiert, zahlt viel zum Grundeinkommen dazu. Aber das System dieser Umverteilung wird durchbrochen, wenn die Oberschicht nicht mehr so viel konsumiert. Weil um das Grundeinkommen zu... Also entweder wird das Grundeinkommen dann geringer als Gesamtvolumen, was man zur Verfügung hat, oder aber man muss das Grundeinkommen vom Volumen her, also vom Prozentsatz erhöhen, oder die Mittelschicht muss mehr konsumieren, oder man zieht es sonst aus der Mittelschicht raus. Jedenfalls verarmt die Mittelschicht tendenziell, wenn sich das Konsumverhalten so verändert, dass die Oberschicht weniger verdient. Das ist ein bisschen kompliziert. Nein, aber ich verstehe jetzt, was du meinst. Du meinst, wenn, weil wer hier, also das ist immer auch zu trennen, das ist jetzt hier Vermögen und Einkommen, das hat nichts mit Konsum zu tun. Eben, genau. Ja, das ist noch eine andere Dinge. Wenn ich das jetzt als Konsumkurve hätte, dann würde das hier höher anfangen und würde hier oben auch nicht so steil sein, weil so viel konsumieren kannst du gar nicht. Auch richtig. Viele Autos haben. Das obere Fünftel konsumiert ja, für... Ne, also das ist, würde sozusagen hier mal ungefähr enden. Und das hier ist alles Anlagegeld. Und das ist diese Zinsgeschichte. Ja. Und was du jetzt sagst, ist, wenn jetzt die viel, ganz viel konsumieren, ein bisschen weniger konsumieren, dann macht das viel aus. Ja. Und das macht so viel aus, dass nachher das ganze Umverteilungssystem, auf dem unsere gesellschaftliche Gerechtigkeit basiert, das ist ein tragendes Element, das auch in der Schweiz von oben nach unten umgeschichtet wird durch das Steuersystem. Das fängt dann an, dass es unterlaufen wird. Dieses Umverteilen findet dann immer weniger stark statt, wenn es in einem hohen Maße über die Mehrwertsteuer stattfindet. Weil jetzt haben wir ja noch die Einkommensteuer, okay, die Vermögensteuer. Das ist zu stehen. Mich überzeugt es nicht wirklich, weil wenn das hier, wenn jetzt die ganz viel konsumieren, ein bisschen weniger konsumieren, konsumieren die auch nur ein bisschen weniger und nicht gar nicht. Aber, okay, ja. Das möchte ich. Ich möchte jetzt erst mal. Ich bin froh, dass es so viele Finanzfachleute gibt, die sich da schon viele Gedanken gemacht haben, so viele, dass ich sie nicht in meinen Kopf reinbringe. Und es gibt meiner Meinung nach, und das ist auch angetönt worden, einen wichtigen Aspekt bei dem Ganzen, nämlich einen nötigen Wertewandel in der Gesellschaft. Ohne diesen, glaube ich, kann man nicht einmal das Grundeinkommen einführen. Das ist zu bedenken und muss vermutlich im Zusammenhang mit dem Grundeinkommen mit einbezogen und mitverfolgt und vielleicht ebenso raffinierte Modelle entwickelt werden, wie für das, was man für die Finanzierung von Denkarbeit aufgibt. Sehr gut, danke. Danke. Ja, diese Geschichte, also das soll sich leider aufstehen, weil sie so weit vorne stehen. Ja, das, was jetzt im Raum steht und was auch hier aufgezeichnet wurde in dieser Kurve, mit dem Zins und dann auch die Frage nach dem Gewinn, wo die Gewinne sind, und dann auch mit dem Wertewandel, nicht mit etwas zu tun, was eben zentral mit dem Geld zu tun hat. Das Geld heute, ich verkürze die Sache, ein unlauterer, ein zerstörerischer Wettbewerber geworden ist. Geld hat ja im Grunde genommen den Zweck, den Tausch zu ermöglichen. Und im Moment, wo Geld den Tausch ermöglicht, hat Geld einen eindeutigen Wert.
hier meine Ware, hier das Geld meines Käufers oder umgekehrt, wenn ich was kaufe. Die Ware wird verbraucht, altert und verdient. Die hat also eine Laufzeit und dann ist der Wert weg. Was ist denn mit dem Geld? Ist ja genau das Gegenteil. Das Alte nicht nur nicht, das kann sich sogar selber vermehren. Durch Zinseszins. Und haben wir denn nicht, und das sind es natürlich Fragen. Ich bin nicht ein Finanzfachmann, aber ich bin sehr berührt davon und deshalb habe ich mich etwas in die Sache reingekriegt. Haben wir denn nicht heute diese ganze diese ganzen Wirtschaftsprobleme, die wir jetzt auch in der EU erleben, ganz wesentlich dadurch bekommen, dass das Geld als unlauterer Wettbewerber nicht altert, nicht verdirbt, sich immer nur vermehrt, und zwar in der Tendenz grenzenlos vermehrt. Die Geldvermehrung kennt eigentlich gar keine Grenze. Dass dieses Geld eine virtuelle oder virale Macht geworden ist, die aber nicht irgendwie als Liebhaberei, wie die gerne Golf spielen oder sowas, das interessiert uns nicht, jedem seine Sache, sondern welches die reale Wirtschaft und damit uns alle in die Pflicht nimmt, in die irre Pflicht nimmt, immer mehr zu wachsen, immer schneller zu produzieren und das ohne Rendite, ohne Zinseszins, Rendite und Profit, mit der ganzen Grundlage, die das ja hat, mit dem Egoismus, dass eigentlich jeder ein Egoist sein muss, dass das nicht hinzukriegen ist, sondern im Gegenteil, dass das eigentlich der tiefste Grund der Schere ist, die wir auch haben, als Frage. Und da habe ich eben, Emma Schmidt, da habe ich eben eine ganz wesentliche Frage, was sagt denn das bedingungslose Grundeinkommen dazu? Zum virtuellen Geld. Ja. Zum virtuellen Geld. Ich versuche es gerecht zu machen. Du brennst die ganze Zeit. Jetzt ist aber auch hier im Gespräch. Ja, eben nicht so. Bist du einverstanden, wenn wir kurz hier weitergehen? Du wartest auch, aber das war jetzt direkt. Ich habe nur eine kleine Bemerkung. Ich bin nicht ganz einverstanden, dass sich das Geld nicht abwehrt und weniger wird. Es scheint so, weil das Geld vermehrt wird durch welche Konstrukte, was die Banken auf den Markt werfen. Aber letztendlich zahlen wir am Schluss doch die Kosten, denn das Geld wird irgendwie durch Inflation abgewertet und dann schmilzen unsere Ersparnisse weg. Das Geld wird also weniger wert, mit Sicherheit, aber es dauert etwas länger. Und aber, wir zahlen dann die Zeche. Aber warum entstehen denn diese irren virtuellen Kapitalien auf der Welt? Ja, wegen die das Mehrfache von der Realwirtschaft aus. Ja, wegen unserer Teilreserve. Ich bin auch kein Finanzfachmann. Teilreservehaltung bei den Banken. Ich habe ein Beispiel kurz erklärt. Eine Bank, wenn ich von der Nationalbank eine Million einer Bank gebe, dann leiht die diese Bank das aus. Sie gibt es einem Kreditnehmer, der wirklich etwas produzieren will damit. Aber dieser Kreditnehmer braucht diese 900.000, die er von der Bank bekommt, auch nicht. Er legt auch wieder einen Teil auf die Bank, auf seine Bank. Und das heißt, da liegen dann 900.000, vielleicht braucht er 200.000 für seine Produkte um zu finanzieren. Und die anderen 700.000 liegen dann auch wieder auf dem Konto. Also die erste Bank hat eine Million in ihrem Konto, die zweite hat 900.000 auf dem Konto und so vermehrt sich das Geld eigentlich so auf dem Konto, so Papier, auf also wie es gewährleistet. Das kann man nicht ganz so ist es, aber so ungefähr. Ja, Sie haben gesagt, das Geld ist eigentlich unlauter. Ich begegne dem immer wieder, dass gewisse Kreise oder Leute sagen, Geld ist schmutzig. Und so weiter. Nein, ich muss das gleich korrigieren. Das Geld ist das Beste, ohne Geld könnten wir nicht wirtschaften. Wir können nicht mehr Naturalwirtschaft machen. Ich will sagen, das virtuelle Geld ist unlauter. Einverstanden. Also wie ein Messer, es ist das, was wir daraus machen, was wir mitmachen. Und insofern haben Sie recht, aber man muss bewusst werden, was Geld ist, also wie ich es verwende, ob ich ein Messer verwende.
um etwas zu schneiden, was dann zu gebrauchen ist, oder ob ich es verwende als Waffe, oder, also Geld ist ebenso. Und dann haben sie gesagt, Geld fault nicht, also die Essbaren, die bleiben, Geld altert nicht. Auch das ist eine Bewusstseinsfrage, bitte. Also wenn Sie Geld haben oder ich Geld habe und das will einfach nicht altern, also ich gebe nicht genügend aus, dass meine Geldbörse leer wird, dann ist es so, dass es nicht altert. Es bleibt sitzen, bleibt immer gleich alt und wenn ich noch Glück habe, wird es noch mehr. Im Moment nicht, aber ich kann etwas dagegen machen. Wir alle. Es geht nicht nur die Reichen an, es geht jeden an. Wie kann ich mein Geld jung machen? Also ich kann es verschenken. Dann kann der wieder etwas kreieren daraus. Hier hat es eine Tüte da, ein Gläslein zum Beispiel. Es ist noch längst nicht voll. Das ist ein sehr gutes Mittel, wie man seinen Anteil an Geld, wenigstens einen Teil, abgeben kann und dann wird es jünger. Und dann bleibt, dann daneben gibt es noch etwas. Es gibt also das Geld, wo ich Dinge kaufe, nennen wir es Kaufgeld. Und dann gibt es das Geld, wo ich schenke. Aber es gibt auch Menschen, die wollen etwas tun und brauchen eine Anstoßfinanzierung. Denen leihe ich es. Aber damit ich dann andererseits wiederum anderes bewirken kann, gebe ich das denen und sie geben mir etwas dafür. Und da ist auch eine große Bewusstseinsfrage. Nehme ich von denen jetzt Zinsen, die sie nicht bezahlen können, treibe ich sie in den Ruin. Nehme ich von denen gar keine Zinsen, dann ist es nur vielleicht richtig, nämlich wenn sie sich bewusst sind, dass sie Geld verschenken können, wenn sie etwas generieren. Also in der Mitte liegt die größte Bewusstseinsfrage. Oder nehme ich wenige Zinsen, die mir dann wieder zufließen und wieder dasselbe machen. Ich kaufe daraus etwas und dann vom Rest schenke ich etwas. Also das sind Zusammenhänge, die wir einmal bewusst machen würden, sollten. Natürlich kann ein Reicher viel mehr leihen, er kann viel mehr schenken und da ist die Gefahr. Aber die Gefahr lauert bei jedem, der ein bisschen Geld in der Geldbörse hat. Jeder möchte gerne noch mehr und denkt nicht, es wäre eigentlich gut, wenn ich da noch was verschenken könnte. Aber das müssten wir vielleicht uns mal überlegen. Also Kaufgeld, Leihgeld, was eine große Spanne von Gefahren und Bewusstsein hat, und das Schenkgeld, das sehen wir alle ein, das ist das Bad. Da gibt es aber Leute, die wollen nicht mal geschenktes Geld bekommen. Also ist noch eine andere Frage. Ganz, ganz kurz nur, weil es so viele sagen, also was, wir sind jetzt erstens dahin gekommen, dass wir merken, wir sind alle Geldspezialisten. Normalerweise redet man immer über Kunst, als könnte man da alle reden, aber jetzt, und das ist ein großer Fortschritt auch in Entwicklung von Werten, dass wir alle anfangen, über Geld zu reden, und zwar in jeder Art und Weise, und die Geldschöpfung, die verschiedenen Geldqualitäten. Jetzt haben wir die Frage, was ist mit dem Riesenberg des virtuellen Geldes? Ich will es nur kurz zusammenfassen, dass man den Überblick nicht verliert. Also wir gehen eigentlich nämlich mit an diesem Thema Grundeinkommen in solche Fragen rein und fangen an, die ernsthaft miteinander zu besprechen. Das, finde ich, ist ein Fortschritt. So, jetzt für alle, die hier brennen, du leidest schon längst. Möchtest du? Nein? Ja, ich möchte nur eine Beobachtung mitteilen. Ich danke meiner Vorrednerin für ihren Beitrag, weil sie ist die erste und einzige Frau, die in diesem Rahmen einen Beitrag geleistet hat. Sonst sind es alles Männer gewesen. Nee. Außer also das ist ihn. Ja, das ist interessant. Genau. Und da ich mir ja auch von den wichtigen Männern das Wort habe kürzen lassen, nehme ich mir jetzt nochmal raus. Und ich rede jetzt mal noch in Schweizerdeutsch, weil das kann ich eigentlich ja auch. Ich habe durch einen Glücksfall, also durch eine Krise, bin ich an einen Glücksfall gekommen. Ich habe angefangen zu arbeiten in einem Zentrum, das mit einem lösungsorientierten Ansatz arbeitet, das sich intensiv beschäftigt mit dem Menschenbild und wo davon ausgeht, wenn man den Menschen so behandelt, wie er gedacht wäre,
dann kann er sich überhaupt erst in die Richtung entwickeln. Und das Institut hat zwei Schweizer Eltern, das Ehepaar Beschlin in Winterthur, und die haben diverse Bücher geschrieben und unter anderem Annahmen formuliert, wie ein Mensch kann gefördert werden, damit er an sein Gutes selber glaubt und auch davon ausgehen kann, dass seine Gegenüber an das Gute glauben. Und ich würde jetzt dir gerne eigentlich abgeben. Vielleicht könnte man eins wieder ganz hinterst hin tun, damit es dann nicht mehr so halb durchgeht. Weil ich sie so hilfreich finde fürs Grundeinkommen. Ich habe sie versucht, ein bisschen anzupassen schon fürs Grundeinkommen. Es ist quasi so strukturiert, es hat eine Einführung und dann die jeweilige Annahme, der Kommentar von den ursprünglichen Pädagogen und dann zwei, drei Sätze von mir, die ein bisschen aufs Grundeinkommen versuchen, sich zu beziehen. Das Dokument ist ultra jung. Ich bin fieberhaft noch am darüber nachdenken und ich bin froh um alle Rückmeldungen, um das weiterentwickeln. Und ich wünsche Ihnen alle mit dem Papier anregende Gedanken und Gespräche. Es ist etwas schief gegangen. Ich habe mit zwei Druckern gekämpft für den Nachmittag. Und die meisten sind gut rausgekommen. Wer zwei gleiche Seiten hat auf seinem Blatt, kann sich bei mir melden. Wow. Also euch kann das per Mail schicken. Okay, dann schicken Sie mir auch per Mail. Sie haben meinen Namen und den Namen im Institut geschaut und geschrieben. Ja, genau. Oh Mann, oh Mann. Ja. Es ist ganz viel schief gegangen. Deshalb schreibe ich Ihnen die Website an und dann können Sie sich in Verbindung setzen. Ist das gut? Die Website ist www.zlbschweiz.ch. Das ist ZLB, ja. Zentrum für lösungsorientierte Beratung. Ja, zlb-schweiz.ch. Ja, ich habe es nicht geschafft. Tut mir leid. Lang ist schon nach Schlusswort, aber wir sind noch nicht da. Also eine Viertelstunde haben wir gerade gesagt, halten wir es noch aus. Und es gibt noch einige Wortmeldungen. Und die, die jetzt da sind, möchte ich noch drankommen lassen. Und ich möchte dann auch noch kurz eine Antwort auf die Frage geben mit dem virtuellen Geld. Und zwar als gemeldet, also Robin, du wolltest, Johannes, du, Sie, nein. Was war die Frage, aber eben Sie hatten... Nein, ich habe keine Frage. Ah, ich werde so. Gut. Dann fangen wir mit dir an. Ja, ich wollte nur ganz kurz noch eine Antwort geben zum Bemerkung, dass Geld sich sogar vermehren kann. Das stimmt nicht. Wenn Geld Zins abwirft, dann sind es Menschen, die arbeiten. Und das Geld, das die Menschen erarbeitet haben, das dann als Zins auf das Konto gut geschrieben wird. Also wenn unser Geld auf der Bank mehr wird, dann ist das, weil der Zinsanteil in den Preisen, der etwa gleich hoch ist wie die Staatsquote in der Schweiz, für alle Menschen steigt. Wenn wir alle mehr Zinsen haben, dann werden alle Menschen in der Schweiz einfach mehr Zinsen in den Preisen zahlen. Und das führt dazu, dass wir eine ungerechtere Welt haben oder eine ungerechtere Schweiz haben, wenn der Zinsanteil steigt, weil dann wenige Menschen viel mehr Geld haben, das sich selbst vermehrt anscheinend, aber es sind eben die anderen Menschen, die für die Reichen dann in dem Fall arbeiten. Aber, das verstehe ich, aber im Grunde genommen haben wir doch den Fall, dass Geld durch das, wie wir umgehen mit dem Geld, nicht das Geld, das wir zum Tauschen, zum Warenbezahlen einsetzen, sondern das gehortete Geld durch Zinsen, Zinseszinsen und durch die Börsenspekulation einen Charakter bekommt, als würde er sich, mach es mal so, als würde es sich durch sich selber vermehren. Natürlich. Ja, ist ja nicht das Geld, das scheinbar. Das tut, aber das ist unser Tun. Aber dass wir mit dem Geld diesen Charakter geben,
Das meine ich natürlich. Also ich glaube, ich werde meinen Enkeln sagen müssen, das haben die Leute damals einfach nicht verstanden. Aber es sind einfach Menschen, die arbeiten. Ja, dazu jetzt direkt. Ja, ich könnte es versuchen, mit drei, vier Sätzen vielleicht verständlich zu machen. Aber ich lasse es, dass wir so wenig die paar Sätze nicht bringen, dann lassen wir es. Das Geld, was spekulativ eingesetzt wird, wird nicht zum Kaufen von Waren, die verbraucht werden, benutzt, sondern zum Kauf von Finanzprodukten, die man deswegen kauft, weil man damit rechnet, dass man sie später teurer weiterverkauft. Und dann wieder teurer weiterverkauft. Und das ist die Selbstalimentierung dieser Werte im Spekulationsbereich, im Börsengeschehen. Da geht es nicht um den Bereich, der mit Mehrwertsteuer und mit realer Produktion und mit Verbrauch von Waren oder Beanspruchung von Dienstleistungen zu tun hat, sondern das ist ein in sich geschlossenes System, was darauf spekuliert, dass sich später ein Käufer findet, der noch mehr zahlt. Ja, die Frage war, aber vermehrt sich wirklich Geld? Und so vermehrt sich das Geld auf der Giralebene tatsächlich. Oder aber nur im Volumen. Es hat keinen Gegenwert in der realen Welt. Entschuldigung, ich gehöre auch zu den Finanzfachleuten. Ich bin Vorstandsmitglied des Vereins MOMO, Monetäre Modernisierung, die sich für die Vollgeldreform einsetzt, und Co-Präsident der INVO Schweiz. Ich würde gerne den Fokus heute wieder zurück zum Grundeinkommen lenken, für alle Leute, die sich wünschenswerterweise und erfreulicherweise für diese Thematik interessieren. Es hat Unterlagen hier, man kann sich gerne bedienen mit Flyern und Informationsmaterial, und übergebe gerne das Wort zurück an ihn. Aber ich möchte trotzdem betonen, nehmt es mal wahr, was passiert, wenn man über das Grundeinkommen spricht. Nehmt mal wahr, wie wir anfangen, über gesellschaftliche Grundlagen uns Gedanken zu machen. Und das ist Grundeinkommen. Und das ist eigentlich auf Ihre Frage, finde ich, ein Stück Antwort. Mit dem Grundeinkommen werden Dinge neu diskutiert und werden auch Werte neu in Frage gestellt. Jetzt bleibe ich streng mal an denen, die hier kochen. Vielleicht kommen wir noch dazu. Robin. Ja, also ich nehme eigentlich deinen Input auf, Daniel. Ich möchte auch wieder zum Grundeinkommen zurückkommen und in diesem Zusammenhang noch kurz Ihre Frage beantworten. Was sagt das Grundeinkommen denn zu diesem virtuellen Geldbörgen? Und die Antwort aus meiner Sicht wäre, es sagt gar nichts dazu. Weil das Grundeinkommen ist nicht, diese Arm-Reich-Schere zu eliminieren, sondern einen Sockel für alle zu schaffen. Das ist die Idee und Aufgabe des Grundeinkommens. Und natürlich kann man suchen, auch andere Probleme mit anzugehen. Ich finde das auch sinnvoll. Ich finde auch sehr gut, was du, Matthäus, da noch ergänzt hast. Aber die Grundaufgabe ist wirklich dieser Sockel. Und mit diesem Sockel kann man Leute freistellen. Die können sich dann mehr Zeit nehmen. Sie kommen aus diesem Hamsterrad raus, oder sie mehr arbeiten, für Geld müssen. Und haben dann viel mehr Leute, die sich Gedanken machen können, um eben weitere Probleme zu lösen, wie diese Geldproblematik. Aber das ist wirklich die Kernaufgabe vom Grundeinkommen, Leute freistellen. Das ist quasi der Anfang und dann können wir ganz viele andere Probleme im Anschluss daran lösen. Das finde ich das Wichtigste vom Grundeinkommen. Also für mich ist der andere Aspekt sehr wichtig, das ist die Bedingungslosigkeit. Also weniger der Sockel, der ist natürlich genauso wichtig, aber eben die Bedingungslosigkeit, die aus dem Misstrauen, was man eigentlich gegenüber dem anderen hat. Also wenn man mit Leuten redet, also wir sammeln jetzt Unterschriften, dann sprechen wir immer über Menschen, die niemand von uns kennt, die Schmarotzer sind und faul sind oder irgendwie, dass man aus diesem generellen Misstrauen, was man gegenüber seinen Menschen entwickelt hat, einfach ein Zutrauen macht. Das ist nämlich das Grundeinkommen, das ist eine Investition, wo man sagt, ich traue den anderen zu, dass die genauso sinnvoll mit dem Geld umgehen können wie ich. Da muss ich gar nicht kontrollieren, da muss ich auch nichts anderes schauen. Das ist, für mich ist diese Bedingungslosigkeit wichtig. Und ganz kurz. Also meine Vision vom Grundeinkommen ist, dass es wieder mehr Bauern gibt, die dann eben auch wieder können existieren und wir wieder mehr regional einkaufen und gar nicht einfach. Das ist so, wir haben viel mehr Bauern gesprochen, das wäre so, dann könnte man Kulturarbeit leisten, könnten mehr Leute kommen. Ich möchte noch auf etwas hinweisen. Das System, das wir jetzt leben, ist zu einem großen Teil auf
Angst und Strafe aufgebaut. Ja. Und das Grundeinkommen, dafür möchte ich eine Lanze brechen, würde dieses Angst- und Strafepotenzial mindern. Das scheint mir die Idee dahinter. Ich möchte noch schnell was Technisches ergänzen. Und zwar gibt es von Andreas Popp und der Wissensmanufaktur eine etwas weiter gefasste Plan B, nennt er das. Also im Internet unter wissensmanufaktur.net findet man über das Grundeinkommen hinausgehende Ideen, wie man das System verbessern oder verändern könnte. Kann man das aufschreiben, wie das? Ja. Gut, dann jetzt du. Ja, eine kleine Ergänzung dazu. Es gibt zur Finanzierung des Grundeinkommens auch ein Modell, das dann im Zusammenhang steht mit der Vollgeldreform und Regionalwährung. Das ist das Münchner Modell. Webseite weiß ich nicht auswendig. Das würde aus der Senioras, die entsteht beim Umwandeln in Vollgeld, würde das Grundeinkommen entstehen. So ungefähr. Da auch irgendeine Verbindung? www.invo.ch Themen. Und unter Themen ist das Grundeinkommen, dort ist das Arbeitspapier der INVO über mögliche Finanzierungen. Hier ist das Münchner Modell verlinkt. Also ist es jetzt Wissensmanufaktur? Themen noch. So, dann erlaube ich mir noch diese eine Frage auch noch mal aufzugreifen. Diese Frage nach dem virtuellen Geld. Nach dieser Geldblase. Und ich habe es so verstanden, die Frage war, wir haben diese Vorstellung, da vermehrt sich einfach Geld aus sich selbst. Und das ist ja angesprochen worden, Zinsen sind immer, wenn ich durch meine Geldmacht, indem ich anderen Geld gebe, dann habe ich Geldmacht. Und dann zwinge ich dazu, dass die mir nicht nur das Geld zurückgeben, sondern einen Anteil dessen, was sie erwirtschaften, dazu. Das kann man nett und richtig finden oder auch nicht. Das ist aber jedenfalls das, woher die Zinsen kommen. Will ich viele Zinsen, dann will ich, dass die mit dem Geld von mir was anfangen, mir viel dafür geben. Das andere ist diese Blase, dieses, was da zu tun hat mit der Reichensteuer. Also die Zinsen, wo man sagen kann, Zinsen sind eine Reichensteuer, da geht das ganze Geld zu den Reichen. Und das ist ja gesagt worden, das sind ungefähr 30% in den Preisen. Das ist eine Sache, die ein großes Thema ist, wie ist das mit Zinsen und Zinseszinsen? Ursula Pifferetti hat es auch angesprochen. Das kann man auch nicht so ganz schnell beantworten, aber ist ein Riesenthema. Genauso wie Eigentum an Dingen, die man wie gar keine Ware sein können, wie Grund und Boden, weil es keine Ware ist. Und diese ganz grundsätzliche Frage, was kann eigentlich Eigentum sein? Wir haben eine große Errungenschaft, indem wir zum Eigentum gekommen sind. Das war sehr wichtig für die Emanzipation. Und auch für unsere Gesellschaft insgesamt. Aber wir müssen ja immer weiter denken. Und ich werfe mal so in den Raum, Dinge, die gar nicht von Menschen gemacht werden, können auch nicht Eigentum sein. Und Dinge, wo Menschen etwas miteinander machen, also überhaupt erst Waren herstellen, die dann Eigentum sein können, das kann selber auch kein Eigentum sein. Und das ist so eine Frage, kann eigentlich das, also Unternehmen, Produktionszusammenhänge, können die eigentlich Eigentum sein? Jetzt nicht, weil man was gegen irgendwen hat, aber kann es logischerweise Eigentum sein? Das sind für mich die Fragen, die viel wichtiger sind, als zu sagen, ja, aber ich will nur Geld davon haben. Also das grundsätzliche Weiterdenken, wo gehört Eigentum hin und wo gehört es nicht hin? Und was ist mit Zinsen und Zinseszins und all diese Sachen? Und nochmal jetzt, um darauf einzugehen. Das ist heute ja eine große Macht, dieses Gefühl, ich kann ganz viel Geld machen mit gar nichts. Nur mit Geld. Das ist ja so. Nur mit. Und das ist natürlich eine Folge von dem, dass wir so erfolgreich sind. Und das ist gerade auch dadurch, dass rationalisiert wird, dass Maschinen arbeiten viel effizienter machen können. Und Maschinen ja schwarz arbeiten, weil die zahlen gar keine Einkommensteuer.
und Maschinen eben auch gar nicht herangezogen werden, so zur Steuer, und Menschen dann rausfallen und man blöderweise meint, die würden dann auch kein Einkommen mehr brauchen. Also dieser ganze Quatsch. Aber jedenfalls dadurch, dass Geld gemacht wird, dass Geld frei wird, um es zu verleihen, dass sogar das mit dem Verleihen gedeckt ist, dass Geld frei wird, um es zu schenken. Und das ist ja eigentlich die Stufe, wo Neues geschaffen wird. Und das sind riesige Gelder, die da sind zum Verschenken. Aber weil die Idee fehlt, dass das so ist, hält man quasi krank dran fest und sagt, nein, nicht verschenken, noch mehr Geld, um dann zu verschenken. Aber auf das Verschenken kommt man mental nicht und dann braucht man noch mehr Geld, um dann irgendwann mal eine Idee zu haben. Und das klingt nicht nur blöd, ich weiß es auch von Menschen, die wirklich das so denken, ganz tolle Menschen, die ich sehr mag, die sagen, ich mache das mit dem vielen Geld, wenn ich dann mal eine Idee habe, muss ich keinen fragen. Aber die haben dann keine Idee. Und es gibt ganz viele andere, die haben aber Ideen. Und das ist ja die Aufgabe der Banken, dass die Bank dafür da ist, da wo jemand viel Geld hat und das auch gar nicht schlimm ist, dass er keine Idee hat, dann kann er nicht immer so. Und dass das aber zu denen geht, die es brauchen. Und so kommen wir auf ganz einfache Dinge. Und das, was Sie gefragt haben, ist, was für eine Verschleierung der Verhältnisse findet hier statt mit dem Geld? Wie setzt sich bei uns das Geld über alle Werte? Und wir sehen gar nicht mehr, dass wir ja im Alter zum Beispiel nicht von der Rente leben, sondern davon, dass die Nägel nett zu mir ist und mich füttert. Oder davon dass wir jemanden fragen, ja, davon, um das noch schnell einzuwerfen. Davon, dass wir in einer Gesellschaft leben, die erstens genügend mir gibt, um davon leben zu können, materiell, die aber auch moralisch und gedanklich so ist, dass ich darin leben kann. Davon leben wir. Und das Geld braucht man, um sozusagen da eine Ordnung zu schaffen. Also das ist angesprochen mit dem Schleier des Geldes. Dass wir meinen, mit dem Geld, das wäre es, aber es ist, wir haben Waren genug. Und allein deswegen ist der Gedanke, können wir uns ein Grundeinkommen leisten, eigentlich eine ziemlich schnell zu beantwortende Frage. Wir leben zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte im Überfluss. Und das ist der Grund, warum wir uns ein Grundeinkommen leisten können. Das heißt, das ist der Grund, warum wir sagen können, jetzt künstlich Probleme der Vergangenheit aufrechtzuerhalten, ist so unproduktiv und versucht so in der Vergangenheit sich festzukrallen, um die heutigen Aufgaben nicht anzugehen. Und die haben viel zu tun mit dem, was Sie gesagt haben, mit Angst und Strafe und so weiter und mal diese alten Vorstellungen zu überwinden. So, und nochmal darauf gekommen, woraus bildet sich diese Blase? Zum Teil ist das durchaus reales Geld. Denn wenn ich was kaufe, für ganz viel Geld spekuliere, hat es jemand. Und auch wenn der Wert runterfällt, ist das Geld da und nicht etwa in dem Wert, der wieder runterfällt. Nur da, wo die Werte nicht realisiert werden, wo sie rein spekulativ im Raum stehen und nicht, eigentlich nicht bezahlt werden, das ist dann ein Mehr. Und warum machen wir das? Also wir sind nämlich alle beteiligt an dem Spiel. Weil ich mit dem Geld, das ich über habe, für das ich keine Idee habe, dass ich auch nicht loslassen kann, dass ich auch nicht altern lassen kann, nicht sterben lassen und nicht geboren werden lassen kann, wo ich sozusagen, wie das ja bei alten Menschen auch passiert, weder sterben lassen kann, noch leben lassen kann. Wo, ne, was ja furchtbar ist. Kein Bewusstsein mehr vom Sterben, aber auch vom Geborenwerden nicht. Und das beim Geld auch. Und sozusagen in der Gespensterwelt bringe diese Dinge. Dieses Geld, was sich akkumuliert aus dem, dass wir erfolgreich sind und nächste Schritte tun müssten. Und was dann aber investiert werden soll in Wirtschaft. Und da geht es lange nicht mehr. Also in den 60er Jahren war es zu Ende, dass diese Gelder noch angelegt werden konnten in Investitionen in der Wirtschaft. Jetzt hat aber Papa schon so viel gearbeitet und ich bin so gut mit der Erbschaft gefahren. Und um jemand zu sein, muss ich mehr Geld draus machen. Also muss ich, was mache ich jetzt? Jetzt kann ich das nicht mal mehr in der Wirtschaft anlegen, die ist satt. Außerdem ist die Rendite nicht hoch genug. Mein Freund macht schon mehr Rendite als ich. Also muss ich gucken, wie mache ich das? Und schließlich erfinde ich Spiele, damit ich 25% Rendite haben kann. Genau so. Ich erfinde Spiele.
Das ist das. Das ist das, was dann als Blase mit diesen, also ne, das ist dann, das sind tolle Spiele, dann erfinde ich Versicherungen auf Pakete, in denen nichts drin ist, für eine Versicherung, die das zahlt, wenn die Versicherung pleite geht. Und mir sind und darauf, alle Versicherten, Versicherungen. Und darauf wette ich. Wette ich. Also, aber das ist eben so. Das ist eben so, dass sozusagen man nicht erwachsen wird. Das ist auch die Infantilität dieser Menschen, die das machen. Die sozusagen nicht rauskommen aus diesem Spielcharakter und sich auch nicht losbinden können in der Realität. So, das ist das eine. Was ich glaube, das Grundeinkommen macht ungeheuer viel, dass man mal nicht aus Angst vor dieser Schlange immer sagt, ja, das ist aber toll, dass du so viel spekulierst. Sondern dass das nicht als erfolgreich gilt, sondern dass man sagen kann, das ist leider sehr unverantwortlich. Dass man mit dem Grundeinkommen mehr auf die Wirklichkeiten kommt und merkt, das, was ich eigentlich mit meinem Herzen sogar verstehen kann, das ist nicht meine Sentimentalität, sondern das ist Wirklichkeit. Und wir haben es mehr mit Wirklichkeit zu tun. Zum Beispiel auch im Arbeitsverhältnis mit der Wirklichkeit des anderen. Nicht mit der Unterordnung, nicht mit der Abhängigkeit, mit dem wirklichen Gegenüber. Auch in der Ehe, die läuft mir ja weg, und also wenn die jetzt ein Grundeinkommen hat und nicht mehr von mir abhängig ist. Zum Beispiel. Mit der Wirklichkeit. Überall bekommen wir mehr mit der Wirklichkeit zu tun. Und das ist etwas, das hat sehr mit dieser Chimäre zu tun. Und dann aber noch eins, das habe ich schon angedeutet. Denn diese Blase machen wir ja auch. Also dass die Investmentleute und so weiter so wahnsinn scharf drauf sind und denen wurscht ist, wie viele hunderttausend Leute verhungern, wenn sie am Getreidepreis in der Spekulation verdienen können. Das bin ja ich. Das ist ja mein Auftrag. Weil ich habe dem meine Ersparnisse für meine Kinder gegeben und der soll da gefälligst mehr draus machen. Und wenn er das nicht tut, dann gehe ich zu jemand anderem. Also dass es auch bitte klar ist, das sind unsere mangelnden Einsichten in die Zusammenhänge. Und es ist auch die Angst, wenn ich nicht für mich sorge, und zwar mit Krallen und Zähnen, dann tut es keiner. Wenn ich nicht für Alter vorsorge, wenn ich nicht die Ausbildung meiner Kinder sichere auf Kosten von hunderttausenden anderen Kindern, ist es wurscht, Hauptsache meine. Wenn ich, so, diese Haltung macht eben auch, dass man dann ein paar Buhmänner hat, die natürlich wahnsinnig scharf da als Spekulanten rumlaufen. Und das ist bitte auch wichtig. Wir sind nicht allein. Die Dinge, die passieren, die wir beklagen, finden auf unserem Boden statt. Genauso wie ich im Laden mit meinem Kauf abstimme, bitte mach's nochmal so. Und wie ich sage, bitte die Staatsleistungen auch, genauso mit meiner Geldanlage sage ich, mach es so, wie ich dann hinterher drüber schimpfen kann. Also, dass man sich das vielleicht auch, das Grundeinkommen hat so viel damit zu tun, sich selber bewusst zu werden. Zu merken, welche Macht ich habe. Und zu merken, wie viel ich wirklich wirke in der Welt, heute schon, mit allem, was ich tue. So, das reicht. Weiter möchte ich darauf hinweisen, dass da die Probleme wahrscheinlich gelöst sind. Wir haben so viele verschiedene Finanzierungsverfahren gehört, dass man darüber weitersprechen muss. In diesem Sinne ist geplant, dass die INVO im Laufe des Herbstes 2012 einen weiteren Abend über das Thema abhalten wird. Der Termin steht noch nicht fest, Sie können ihn nachsehen unter www.invo.ch. Dort ist immer auch eine Terminliste der INVO ein Thema. Dann möchte ich noch darauf hinweisen, das hat niemand von euch gemacht, oh, ja, dass hier einen riesen Berg-Unterschriftsbogen vorliegt, wo man sich eintragen kann für die eigentliche Vorzüge, für die Lebensordnung reinkommen. Bitte auf einem Blatt nur Personen der kleinen politischen Gemeinde aufführen. Und noch ein letztes Teil, erlauben Sie mir,
die Dame vor mir, wo sitzt sie da? Da. hat das Geld so wunderbar aufgeteilt in Kauf, Leih und Schenkgeld. Als Organisator dieses Abends habe ich noch eine andere Sorte Geld im Kopf, nämlich Kostendeckungsgeld. Und dazu wäre noch dieser kleine Becher da, oder wenn man das lieber macht, in diesem Sack. Das sieht so nach Sack aus, da kann man auch entweder Kostendeckungsgeld oder Schenkgeld hineinwerfen. Vielen Dank.